Hallo und herzlich willkommen zurück, Tag 3 der Gamescom. Hier Gamescom Studio, ich bin der Manu, neben mir die wunderbare Anne. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Gestern ging es ordentlich ab hier auf der Messe. In Halle 6 war gestern das große Hellsinger-Konzert von Metal Hellsinger. Da waren wir natürlich vor Ort, haben auf jeden Fall einen Bericht für euch mitgebracht, einen kleinen Report. Den schauen wir uns gleich an. Dann freue ich mich persönlich, Anne, sehr auf Sepps Transformation zu einem echten Wrestler. Ich habe noch nichts gesehen. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Das ist wahrscheinlich so eine Geschichte, wo man sich noch Jahre später erzählen wird, das muss man gesehen wie das haben. Gewesen ist. Ja. Genau. Also bleibt dran, wir schauen uns nachher an. Sepp geht zu THQ bei AEW Fight Forever. Und da sind echte Wrestler hier, die jeden Tag um 5 ein Wrestling-Match machen. Auch da gehen wir natürlich kurz vorbei. Und Sepp hat sich gedacht, hey, da will ich selber mitmachen, da steige ich in den Ring. Dann haben wir spannende Interviews mit Jagged Alliance 3. Da bin ich persönlich sehr gespannt drauf, was die mit der neuen Version gemacht haben. Und du bist bei The Last Case of Benedict Fox. Ganz genau. Die Jungs und Mädels kommen hier ins Studio und dann werden wir ein bisschen über das heiß erwartete Spiel sprechen. Ich bin auch schon ganz gespannt. Ja. Ein kleines Highlight haben wir noch, dann zum Abschluss heute gibt es ein Panel Women of Gamescom. Wir haben fantastische Frauen eingeladen, die hier auf der Gamescom eine wichtige, große Rolle spielen. Und da wirst du eine kleine Diskussionsrunde mit den Damen führen. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darauf. Ich finde das ein sehr wichtiges Thema, ein cooles Thema, sich auch mal austauschen zu können mit den Kolleginnen, wie das eigentlich für sie so läuft, seit Jahren hier in der Gamesbranche zu sein und was sie so erleben. Finde ich ganz cool eigentlich. Genau. Also bleibt dran, weitere spannende Themen. Leo geht natürlich wie immer für euch von Stand zu Stand. Da gibt es jede Menge zu sehen, die nächsten 2 Stunden. Und wir schauen uns jetzt an, was gestern bei Metal Hellsinger abging. Rock on. Rock on. Hi. My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down. So while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms. So go check it out and slay to the beat. Da haben wir sie endlich gefunden, die Band vom Live-Auftritt hier kurz davor. Und wir haben natürlich ein paar Fragen mitgebracht, natürlich auch zum angekündigten Game. Hello everyone, would you mind introducing yourself to our viewers real quick? Hi, my name is Dennis. I sing in the Hellsinger game. Hello, I'm Elisa Whiteglass of the band Arch Enemy and I also have a song in Hellsinger. I am James Dorton. I sing for Black Crown Initiate, among others, and I'm in Hellsinger. Hey, I'm Matt. I play and sing in the band Trivium. Brilliant. All right. First of all, congratulations, because if you've heard on Opening Night Live, the game also already won Most Anticipated Award. So that's pretty cool. How exactly did this collab happen? Was it just like an email like, oh, by the way, we're doing a video game. It would be cool. Yeah. Someone reached out and said, you want to sing on a song for a video game? And I said, I can do that. Exactly the same, yeah. Same.
Same for you. Can you all remember, like, what was the first game that you played, like video game, like maybe, like I remember mine must have been on Game Boy and probably like Monkey Island or like Pokemon or something like that. Actually, I'm gonna go in the middle I was like super old school Twitch. Like every time I'd be about to beat a video game, I'd have my mom come in with the old school giant camcorder and she'd record me beating like Mega Man. Like those were the main ones that I always have her film. Mega Man, Mario. I was really into RPGs, like Final Fantasy 4, 6, and 7. Those are the ones I grew up playing. All the music is super inspirational. And like Doom, Call of Duty, Modern Warfare 1, those were like the main big life changers for me. Nice. Anyone else for those or very different ones? I mean, when I was really little, me and my sister, we had... So what was like the first Nintendo, the gray one? NES. Okay, but I had one before that was beige and red, very possibly just like a knockoff of Nintendo, but it took the Nintendo cassettes. I don't know what it was, but I have very clear memories of the Zelda game because it was golden and very shiny, and I was like, well, this is the best one, obviously. And so I played that, and I also played Tetris. Of course, Tetris. Now we play Tetris loading a trailer, so it's, you know, it's life skills, basically. Came in handy. It all comes back around and like in circles. I'm not a gamer. Tetris. I think I played the Guitar Hero for a little bit, but no, I'm not really a gamer. I grew up doing other stuff. I'm sorry. That's absolutely fine. Like, there's no shame in that. Also, like, you guys should go to the retro area and play Guitar Hero against each other. That would be fun. First games that I ever played, I guess, was like, I had an NES and I played Mario and like A Link to the Past, something like that. Yeah, one of the Zelda games. And then later on, I had an N64, and I think the first game I ever really loved is Mario 64, okay. And also Ocarina of Time. So have you realized that there's anything different in recording for a game than it would be when you're recording for your own releases? Not the way this song was structured, because this was sent as like a full metal piece, and some of us got guide tracks. Did you get guide tracks? Yeah. And they were basically on FaceTime with me. I was on FaceTime with Two Feathers as they produced the song, me recording for my stream setup. And have you played the game already, or will you? No. I told someone earlier, if they send me a console, I'll play it, because I'm in it, so obviously, but I haven't played it, no. Well, that Zelda game I mentioned was like my first one and also my last one, so or not close to my last one, so I have not had the opportunity to play this game, but I have seen snippets of other people playing it, and it looks really cool. It's a really cool concept, the way that the soundtrack is actually built by how well you play the game. Yeah, exactly. Like, I've heard, like, if you match, like, the beat and the rhythm, it just gets, like, increasingly kind of like a Devil May Cry thing, but instead the game actually reacts to you. It's not just, like, doesn't just react to your combos. It's a game mechanic I didn't know I wanted, because, like, I like to play FPS to kind of a tempo, and this game really encourages that. I actually got to play the beta. Yeah, it was a lot of fun. If you'd have to pick a shooter or strategy? Strategy. Shooter. Shooter, PvP. All right, nice, here we go. I can see that. I'm like the Borderlands. Action or rom-com? Action. For a movie or for a game? Is there such thing as a rom-com game? Ew. I mean, there's dating simulators, right? Oh, okay. For movies then. Action, sorry. Action. For movie, rom-com. For game, action. There's something about action movies that has kind of lost me lately, especially the new ones. But we're speaking of rom-com games, Dorian Live. It's a female-run creative platform that I'm involved with, my wife and I are involved with. Any woman or marginalized creator, anyone that's ever felt like they want to make a game and can't code, you basically download the app, you can become a creator on that, just plug in some stories, and you create your own video game in this app, and then you can monetize it. So a lot of rom-com stuff in there. And we did like Trivium fan fiction, rom-com stuff. So yeah, I was gonna say, I'll build my own dating simulator in that one. Pop or techno? Pop. Yeah. Pop. The new Harry Styles is amazing. It's so good. Yeah. Oh yeah. 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 So damn good. Concert or festival? Concert. Festival. Festival.
European festival. American festivals, food and accommodations are not good. They need to get that together. So party time or a night in? Night in. Night in. Night in. Night in. Yay! Technical innovation or retro charm? Retro charm. Technical innovation. Technical innovation. I'm thinking really hard on this. I'm trying to relate to, I'd say both, but probably technical innovation. Yeah, but all of them. Thank you so much. That concludes our round of rapid fire. And we'll see you tonight at the concert. And I can't wait. Are you excited? Happening. Oh, yeah. Oh, yeah. That's happening. Okay. Oh, yeah. By the way, this is like a thing that you guys are doing. Yeah. Give that crowd the most intense 5 minutes of their life. Oh, shit. Well, I personally can't wait. And thank you guys so much for finding the time for us. Absolutely. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye. All right. Success. Da sind wir wieder im Gamescom-Studio mit Sebastian, Leonie hier. Hi. Und wir sind richtig unter die Mettler gegangen, kann das mal sein, Sebastian? Was heißt unter die Mettler gegangen? Also ich für meinen Teil gehöre schon ein bisschen länger, du bist schon etablierter Mettler. Ich habe eher einen Ausflug eher unternommen. Ich habe keine langen Haare, mit denen ich wirklich schön headbang kann, aber ich headbange dann mit dem Bart leicht mit. Ich headbange mental mit. Ja. So fühlt sich mein Kopf immer an, als würde ich headbangen. Was haben wir uns eigentlich angeschaut? Wir haben ein Konzert hier erlebt auf der Gamescom. Das hatte ich so tatsächlich wirklich noch nicht mitbekommen hier. Das ist das erste Mal, dass ich hier live war auf einer Gamescom und so ein fettes Konzert in den Dimensionen gesehen habe. Der Anlass dafür ist Hellsinger, ein Spiel, in dem man ordentlich im Takt der Musik mit dem Controller Unga Bunga macht. Ja. Und wir durften es sogar auch anspielen. Und hast du das Gefühl, das hat dich sozusagen abgeholt, als jemand, der nicht wirklich Metal-Fan ist? Ja, tatsächlich. Also ich habe viel Referenzen, so ein bisschen wie, ich muss an Devil May Cry denken. Da ist es ja auch so, dass wenn du die Kombos richtig machst, dann setzt die Musik ein und beginnt halt dramatischer zu werden. Da ist es aber so, dass je mehr du auf den Takt hämmerst, desto mehr Punkte bekommst du. Ja. Und ich mag halt einfach, ist mir egal, was für Musik da drunter läuft, wenn einfach im Beat schöne große Numbers auftauchen und ich das Gefühl habe, ja, ich reiß gerade was, dann finde ich es immer gut. Für mich war es eher so ein bisschen, also ich habe mich sehr daran erinnert gefühlt, okay, Doom, gerade auch mit dem Hell-Setting. Ja, also wenn wir jetzt sagen, okay, Dämon, Hölle, Musik, da denkt man als allererstes natürlich an Doom. Doom Eternal hat das ja damals jetzt sozusagen noch ins Extrem getrieben. Und ja, also es ist eine schöne Mischung. Also Metal, Hellsinger, du sagst jetzt Devil May Cry, ein bisschen Doom ist drin. Aber der große Knaller für mich ist tatsächlich wirklich das im Takt ballern, 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 Monster umbringen und sich dann da durchprügeln.
Du hast das Gefühl, du sitzt da selber an den Drums so ein bisschen. Doch, doch. Also auf jeden Fall. Aber für mich ist das eigentliche Highlight, sind für mich die Songs gewesen. Mhm. Ja, und das war auch beim Konzert auch ein First für mich nach, weiß ich nicht wie vielen, ich glaube 10, 15 Jahren Gamescom. So ein Konzert auf einer Gamescom mit dem Content und mit vor allen Dingen den Talents vor Ort war ein bisschen crazy gestern. Ich fand's, war der Wahnsinn. Also schon allein, dass wir reingekommen sind, diese ganze Halle war einfach voll. Ja. Die Schlange ging durch den ganzen Boulevard. Es sind alle am Ausrasten gewesen und ich hab's wirklich eigentlich nicht erwartet. Ich dachte, klar, bestimmt kommen ein paar Leute vorbei, um sich das Konzert anzusehen. Aber dass es wirklich so viele Leute waren und dass die so mitgegangen sind, das hat mich echt, echt berührt, ja. Und die große Überraschung war ja tatsächlich, dass wir haben ja gedacht, okay, es sind jetzt diese fünf Acts, die ja auch im Spiel letztendlich Songs beigesteuert haben. Das kann ich mir alles nicht merken, deswegen, also wir hatten ja alles dabei. Also wir hatten von Arch Enemy, wir hatten Alyssa da, die sozusagen als letztes aufgetreten ist, aus gutem Grund, weil die natürlich mit ihrem Stimmwechsel von Schreien bis hoch und wieder zurück, die hat einfach alles abgefeuert. Wir hatten Matt Heavey da, der ist von Trivium und hat auch, also das hat sich letztendlich alles gesteigert. Und es wurde immer, immer besser. Also ich war eigentlich schon darauf vorbereitet, dass wir irgendwie ein Moshpit gleich auf der Gamescom haben. Das wäre auch das allererste Mal gewesen. Aber da war leider ein bisschen zu viel Kamera-Equipment. Die Leute waren dann ein bisschen zu sensibel. Also das die Kameraleute wieder. Das wünsche ich mir für das nächste Mal noch anders, ja. Ja, ich glaube dir das. Nächstes Mal, ich komm mit dir. Ich habe dich nämlich nicht mehr gefunden irgendwann. Wir sind dann auch komplett auseinandergetrieben worden. Du gehst einmal auf Toilette, kommst wieder, alle und dann war vorbei, Game Over. Ich war direkt am Fans. Also ich war direkt dran. Ganz vorne. Okay, du hast ja, da gab es kein Durchkommen mehr für mich, als ich einmal ausgeschaltet bin. Aber nächstes Mal helfe ich dir, das Moshpit zu machen, auf jeden Fall. Dankeschön, Dankeschön. das auf jeden Fall. Für mich war aber auch noch ein Highlight und da dachte ich, da wusste ich nicht ganz, okay, wo kommt der denn her? Dennis Luxen von Refused war ja tatsächlich für mich der Eck, der mich dann komplett rausgeholt hat aus dem Ganzen, weil er mit seinem Hemd und Anzug und Business Pants erstmal komplett anders aussah als alle anderen Acts und auf die Bühne kam und aussah wie so ein B2B-Manager aus der Business Area unten, der einfach gesagt hat, so, ich mache jetzt bei dem Konzert einfach mit und baller einfach mal einen raus. Und dann hat er eine Performance, eine Stimme, die sich erstmal komplett wegbläst. Also da wusste ich nicht ganz, okay, wo bin ich jetzt gerade? Aber es war geil. Ja, man dachte erst kommt so, Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage, aber stattdessen hat er da losgelegt mit vollem Körpereinsatz. Apropos Körpereinsatz, Sebastian. Ich habe gehört, jemand, den ich kenne und den ich sehr gerne habe, hat ein Wrestling-Match sich geangelt. Ja, vielleicht. Mhm. I don't know. Ich weiß nicht, wen du meinst, aber wir sollten da vielleicht einfach mal reinschauen. Da schauen wir unbedingt rein. Das ist mein persönliches Highlight. Gönnt euch. Hi guys, we're here in a wrestling ring. I'm not a wrestler, I want to learn. So we're with these two guys. Who are you? I'm Christopher Daniels, who are you? I'm Seb. I don't have a wrestling name, but well, maybe Seb's we can... Seb's not a wrestling name? No, not really, not Seb really. Seb sounds like a wrestling name. Oh, well, great. How about you? I think my name's Cole Cabana, and I think instead of Seb, you should make it with a Z, Zeb. With a Z. Zeb. That's like Seb's real wife. Zeb is character. This. That's my character this. With my great fanny bag. Fanny bag, yes, yeah, yes, yeah. Very. So we're here to talk about like the basics. I have no idea what the basics are. Well, someone said we needed to teach you the ropes. So yeah. I wanna turn you around real quick. These are the ropes. Yeah. So I'm teaching you the ropes. This is the top rope. This top is the rope, top middle. Rope, middle. And then this is the bottom okay, rope. Okay, good. They're good. Very rarely okay, first. Okay. Yeah. Okay. And I also so, I get in like this you, or well, yeah, like ladies go under the bot under here. Oh, got it. Go over the second rope okay. This way. But I want to teach you. So this is basically you lean. This is how we. This is learning the ropes. I'm teaching you now okay. How to bounce off the ropes, and then we just bounce this way on the ropes. Okay. Okay. So maybe give that a try. I'm gonna try that. All right, give him a try. Is it like whoa, this? Whoa. Oh, it, always grab because oh. You never want to fall through. You don't want to yes. Fall through. Very difficult. Like this and the hair flip yeah, well. Definitely. I wouldn't know. I have no idea how to hair yeah, flip I mean, for obvious wig. Reasons. Wig apparently, but it's a wig. Yeah, maybe a wig. Maybe I should no, wear a wig. It's not real. It's not real, guys.
It's a wave. I had no idea. I thought everything. Blown my mind. It looked 100% real. Oh, wow. I'm still doing this. So, you know, guys, I thought everything about wrestling is real. And I'm telling you, this is a wave. So I'm sorry that this is a disappointment. Don't bring falsehoods into the wrestling ring. We don't appreciate it. Don't do it. Don't make me stossle you. Oh, wow. There we go. There you go. Okay, what else? Is there anything else I need? You gotta to know the moves. The moves. Me and Christopher Daniels will now list every single professional wrestling move ever. All right, let's go. Armbar. Boston Crab. Headlock. Toe hold. Knee bar. Chicago Crab. Half crab. German crab. Wait, what's the German? We're not even through the list. I will remember that one, okay. Yes. German suplex. Cornish hype. German leg lock. Are they all German? German waist lock. Then the German. German headlock. Is the German headlock and the regular headlock? I don't have time for discussion. We have to tell him. You're right. We have to move. Get them all. Why is there so much German? Why are we yelling? Well, we brought him to Germany. So, I mean, that's. We brought it to Germany. Got it. Like, we left all of the French stuff because we didn't want, you know, we'll be in France next time. Okay, got it. In Quebec. We left it in Quebec. And Quebec, yes. So we're done? That's it? German knee bar. So we just put German in front of everything. Basically, if you put German in front of any move, it becomes a new move, and those... It becomes an international incident, basically. Okay. Is there any apart from this, anything I can learn without, like, injuring myself right now? Probably not. Just based on how you look, I'm gonna say that anything could injure you at any moment. Oh God, I'm scared. You seem very fragile. See, it's very possible. I'm not sure. Okay, well. Here's the problem, is you haven't learned from the new era of professional wrestling, and that's why AEW is in business. You have taken a note from the 1980s professional wrestler. Yeah. You're a little bit back. You see, but this is why I'm here, because I need to learn. Yeah, you need to update. And this is why people need to play this game People? Well, yeah. You have a tribe? Okay, sure. Cool. People, all kinds of people. The community, the guests, everyone. Guys, I'm so excited now. I have to practice. I have to go back to the booth. I have to learn all these phrases, all these names, and I'm super excited. Okay, before you leave though, we need you to jump out of the ring. So just grab the top rope and just try and vault over and land on your feet on the floor, okay? On your feet? Where is it? Well, I mean, you can land anywhere. Well, there's a floor. We have to turn the camera off for that. I'm just going to try that. All right, and this will be the last show that Zeb does, but I'm Christopher Daniels and this is Colt Cabana. Yeah, and this is not going to go well. Scary. Yeah, hold on. That's it. Willkommen zurück im Gamescom-Studio. Ich bin immer noch der Manu, hier auf der Gamescom 2022. Ich habe wieder einen spannenden Entwickler-Talk jetzt hier bei mir im Studio und über ein Spiel. Oh Gott, ich freue mich schon so lange drauf. Ich habe in den 90ern sehr, sehr, sehr viel Zeit mit Jagged Alliance 2 verbracht, habe Söldner angeheuert und ganz schlimme Dinge mit denen veranstaltet. Und jetzt ist es da, Jagged Alliance 3. Darüber reden wir mit meinen wunderbaren beiden Gästen. Brad Loxton ist der Senior Producer. Hi, welcome here. And Bojan Ivanov, the lead designer by Hemimond Games. Hi, nice to meet you. Great you're here, guys. Oh, it's great to be here. Thank you so much for having us. Welcome to Gamescom. And the public is eagerly awaiting also, die Leute warten ja schon jetzt lange auf Jagged Alliance 3. Erzählt mal, warum mussten wir so lange warten? Das ist eine gute Frage und es gibt zwei Antworten darauf. Erstens, naja, eine richtige True Jagged Alliance Nachfolger zu machen, das haben ja schon ein paar gemacht, aber das so richtig aufzuziehen, das ist schon eine Sache. Zweitens ist aber echt ein großes Unterfangen. Zweite Antwort, wir haben sehr viel Design in diesen Prozess einfließen lassen. Wir haben super viel ausprobiert, experimentiert und bei THQ wollen wir auch nichts irgendwie zu schnell machen. Also normalerweise geben wir gar keine Release-Daten raus, aber ja, es ist fertig, wenn es fertig ist. Aber das ist natürlich ein Statement zu sagen, hey, das ist jetzt Jagged Alliance 3. Die Leute haben ja unglaublich hohe Erwartungen an diese Serie. Ja, das stimmt.
Oh, it's a lot of pressure, the Fantasy. Ja, wir haben wirklich ziemlich viel Druck. Ich war selber schon ein großer Fan von Jagged Alliance. Ich habe das echt lange gespielt, jedes Jahr immer mal wieder, auch die alten Versionen. Genau, der Druck ist wie gesagt groß, aber es macht uns auch Spaß, weil das motiviert uns, das beste Jagged Alliance zu machen. Ja, es war tatsächlich ziemlich viel Arbeit. Wir haben versucht, irgendwie nicht sofort uns immer drauf zu stürzen, was unsere Fans sagen. Wir haben super viel positives Feedback gekriegt, wenn die Sachen gesehen haben. Und ja, also wir geben uns echt viel Mühe, am richtigen Ort zu sein, das richtig hinzukriegen. Und diese Traumspiele, viele Menschen haben Traumspiele und wir haben ganz viele Spiele zusammen gemacht. Viele haben gesagt, ja, Traumspiele waren das. Ja, es ist wirklich, wir haben eine viele große Fangemeinde. Gut, da wird natürlich viel drüber nachgedacht, viel analysiert. Was ist das Gute gewesen an Teil 2? Was liebten die Fans? Aber wie können wir uns jetzt quasi an Neues anpassen für die Franchise? Der erste Teil, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, das Wichtigste. Wenn man über Jagged Alliance nachdenkt und die Spielgeschichte, dann ist das ein Spiel, das ein Genre wirklich geprägt hat. Das war 95, als es losging. Davor gab es noch nicht so viel rundenbasierte Strategiespiele. Aber dass wir dann eben diese ganzen Variationen gesehen haben mit den ganzen Söldnern und so weiter. Ja, uns ist es aber wichtig, dass Jagged Alliance eine eigene Identität hat. Und diese Identität wollten wir einfach wieder aufgreifen. Aber XCOM ist ja ein gutes Beispiel. Jeder liebt natürlich XCOM und dann gab es aber viele Änderungen und auch gerade an der Spielmechanik. Und das war ja wirklich sehr gewagt, das zu machen. Wenn man jetzt über die alten Spiele spielt, die sind nicht so einfach zu spielen, wie wir dachten, sie zu spielen sein. Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben schon darüber nachgedacht, wie kann man Sachen moderner machen, einfacher machen, aber das ist natürlich nicht alles. Hier mal ein Beispiel, bei Jagged Alliance haben wir natürlich auch so das Simulationselement. Das heißt, man probiert was aus, man scheitert, man experimentiert. Andere rundenbasierte Spiele sind mehr so Rätselspiele. Wie kann ich diese spannende strategische Situation manövern? Aber wir reden ja auch hier viel über irgendwie den Kampf. Und wir haben uns bemüht, diese Elemente zurückzubringen und dass man eben mutig ist, SpielerInnen haben das damals gezockt und das ist jetzt modern und anders. Ja, und wir haben auch eine große Sache ausprobiert. Wir wollten die gesamte Information zur Verfügung stellen, dass man sieht, wie viel Schaden erzielt wird beim Feind. Und das haben wir eben ausprobiert. Dabei haben wir dann herausgefunden, dass viele, die das ausprobiert haben, sich da gar nicht so dafür interessiert haben. Es geht mehr um die chaotischen Schusswechsel, wirklich den Nahkampf und die taktische Situation. Das war einfach den SpielerInnen wichtiger. Aber das war etwas, was wir ausprobiert haben, was es eben auch schon in Jagged Alliance 2 gab. Und deswegen ist es uns wichtig, vielleicht machen wir wieder weniger Informationen sichtbar, dass man einfach verschiedene Strategien, Taktiken ausprobieren kann. Ja, das stimmt. Es war eine, würde ich sagen, mutige Entscheidung, weil es ist ja, ich meine, man hat sich so dran gewöhnt, dass man immer die Information sieht, wie irgendwie die Live-Anzeige ist. Aber ja, wir haben trotzdem so viele Probleme, weil das Spiel lief nicht so, wie wir es wollten. Wir haben die KI bearbeitet und so weiter. Wir haben immer noch mehr Feinde hinzugefügt, all solche Sachen, um irgendwie das Chaos, das wir wollten, zu erreichen. Wir haben natürlich andere Sachen verändert, aber als wir diese Entscheidung getroffen hatten, da war das Spielgefühl anders. Ja, das ist ja das Aufregende in den Spielen, was auszuprobieren und dann zu sehen, ob es plötzlich wirklich perfekt funktioniert. Ja, stimmt, aber gleichzeitig hat man da auch Angst vor, ne? Wir haben einfach dieses, also das Spiel ist bekannt, Leute wissen, was sie erwarten, aber Leute müssen auch verstehen, es wird ein anderes Spiel, man hat natürlich wieder die Waffen, man hat die Söldner, aber es wird ein paar Sachen geben, die sind einfach anders. Und wir sprechen aber damit auch gleich zwei unterschiedliche Fangruppen an, die alten Spiele kennen, aber auch die neue Shooter mögen. Und das ist der Weg, den wir gewählt haben. Guckt euch nicht nur die Zahlen an. Probiert Sachen aus. Versucht es. Vielleicht habt ihr einen coolen Moment. Vielleicht habt ihr einen chaotischen Moment. Ihr müsst darauf reagieren. Darum soll es gehen bei Jagged Alliance, im Moment zu sein. Bei Jagged Alliance ging es ja nicht um den perfekten Run, dass man einmal durchzischt, sondern um das Chaos, dass man das hat.
Absolut, das Chaos regiert. Boja, du hast erwähnt, die Beziehung hier zu den Söldnern im Spiel, untereinander auch im Trailer, das hat mich sehr gefreut, habe ich gesehen hier, das alte Internet gesehen, sozusagen, wo man die Söldner anhören kann, da habe ich wirklich spontan applaudiert, ich dachte, das ist genau das Richtige. Danke. Darüber haben wir ziemlich am Anfang gesprochen und haben dann gesagt, okay, wir wollen wieder auch die Liste der Söldner nehmen, die man eben bei Jagged Alliance 2 hatte. Und uns war es wichtig, dass die meisten von ihnen auch wieder zurückkommt und haben dann deswegen gesagt, okay, das Spiel ist in den frühen 2000ern und haben dann gesagt, okay, wie funktionierte damals das Internet, was gab es damals? Ja, damals war das ja neu, das Internet. Stimmt, genau, das war ganz neu und das wollten wir eben so einbinden, damit man auch so diese emotionale Verbindung wieder hat in diese, ja, Anfang der 2000er. Und dann erkennt man wieder die alten Geräte, die alten Browser, die verschiedenen Webseiten und selbst diese kleinen Pop-up-Ads und so weiter konnte man sehen. It's a journey down memory lane. Ja, es ist auch irgendwie, wir schwelgen da alle in Erinnerung, ne, wie es war Anfang des Jahrtausends. Es war eine andere Zeit als heute. Aber eben, das gilt halt natürlich auch für die Charaktere. Ich meine, weißt du noch deinen alten ICQ-Namen? Alle wissen das noch, Leute wissen das einfach noch. Ne? Leute kennen ICQ, so haben wir uns ja damals alle unterhalten. Und ja, wir haben uns daran erinnert und das wieder reingebracht. Sprechen noch ein bisschen über das Gameplay selber. Da gucken wir uns jetzt gleich mal ein bisschen was von an. Das Ganze spielt natürlich nach Jagged Alliance 2. Worum geht es in der Geschichte? Wo sind wir? Was müssen wir machen? Ja, es ist ein neues fiktives Land, das wir hier gewählt haben. Also auch für 1 und 2 hatten wir natürlich die Länder erfunden. Wir befinden uns dieses Mal in Afrika. Der neue demokratisch gewählte Präsident wurde von einer Paramilitärorganisation gekidnappt und die Tochter Emma LaFontaine ruft an und möchte eben ein Team von Söldnern zusammenstellen, damit der Präsident gerettet wird. Und das sind wir. Wir spielen die Tochter, oder? Also nicht die Tochter, sondern die Söldner spielst du, ne? Genau, also vor allem den Teamleader der Söldner. Und das sind so diese Charaktere und das macht halt den Charme des Spiels aus. Ja, das Spiel, das basiert halt wirklich auf den Charakteren. Es gibt ganz unterschiedliche Söldner, die haben alle Hintergrundgeschichten, super viele Details. Wir haben ganz unterschiedliche Schauspieler, die ihnen ihr die Stimmen leihen. Und was richtig, richtig cool dabei ist, ist, dass sie so ganz natürlich irgendwie reagieren auf das, was passiert. Also man kann beispielsweise ihnen ein Stück neue Ausrüstung geben und dass irgendwie ein Charakter irgendwie was findet von der Leiche nimmt und sagt, nee, das mache ich nicht. Und für einen anderen Charakter ist das genau das Richtige. Also die Charaktere unterscheiden sich. Aber das erwarten ja alle vom neuen Jagged Alliance. Was sehen wir jetzt hier gerade? Genau, hier haben wir einen taktischen Kampf und wir sehen die Charaktere gerade, wie sie angreifen. Ja, jetzt sind wir plötzlich auf der Karte. Das ist der strategische Teil im Gameplay. Also es gibt eben auch diese strategische Ebene. Man muss die Söldner im Feld, aber auch darüber hinaus managen. Man muss gucken, dass sie sich auch ausruhen. Es gibt auch Scouting-Missions, wo sie die Umgebung erforschen. Sie haben Geld, das sie ausgeben können. Dann kann man auch beispielsweise Minen besetzen. Das gab es auch schon bei GA 2. Aber das ganze Spiel ist dynamisch. Also wenn man zum Beispiel jemanden gefangen nimmt, dann kann der Feind auch reagieren und dann kommt eine Einsatztruppe, um die Person wieder zu befreien. Und dann gibt es eben den Gegenangriff. Und deswegen ist es auch ganz gut, verschiedene Einheiten zu haben, um darauf reagieren zu können. Also das sind ganz viele verschiedene Ebenen. Ja, das sieht jetzt aber nicht wirklich rundenbasiert aus. Wie schafft ihr es da, die Kämpfe zu installieren? Da gibt es zwei verschiedene Punkte, genau. Also im Moment sind wir in Echtzeit. Wenn man jetzt gerade nicht kämpft, dann kann man einfach alles erforschen, rumlaufen, man kann looten und man sieht halt, was hier gerade mit den Charakteren passiert. Aber es wird sofort rollenbasiert, wenn wir in den Kampf gehen. Dieser Spieler versucht gerade herauszufinden, wie er sich da anschleichen kann. Da haben wir ganz schön viele Kommentare auch gekriegt und wie das so funktioniert mit dem Anschleichen, heimisch, wie man Leute in einen Hinterhalt locken kann und wie man mit den Waffen, die man zur Verfügung hat,
jemanden überwältigen kann. Es sind ganz viele Entscheidungen, die man als Spieler treffen muss, was man machen muss, wann man sich anschleichen kann und wann man einfach ganz laut ist. Es gibt nicht die eine richtige Lösung. Also man kann zu jedem Zeitpunkt schießen und jemanden angreifen. Selbst wenn man mitten in der Stadt ist, das kann man machen. Wenn man einen Feind sieht, da muss man nicht hingehen und sagen, hey, ich weiß, du bist ein Gegner und ich werde jetzt erstmal mit dir sprechen. Nee, man kann einfach schießen. Ja, man muss natürlich mit den Folgen seines Handelns umgehen, darum geht es ja. Und das lieben die Leute ja, dieses freie Spiel, dass man wirklich alles Mögliche probieren kann, was passiert, wenn ich das und das probiere. Das stimmt, das ist ein Element, auf das wir uns konzentriert haben. Wir haben viel experimentiert. Auch das Quest-System, das wir gebaut haben, spielt eine Rolle. Zuerst war es ein bisschen traditioneller, verschiedene Schritte und dann kommt man damit weiter. Aber es war immer ein bisschen offenes Design, das uns wichtig war. Also haben wir dann gesagt, okay, so wie wir das am Anfang aufgebaut hatten, war es nicht gut. Und jetzt haben wir, dass es kleine Informationen, Notizen gibt und die kann man einfach abspeichern. Und wenn man Sachen erforscht, ja, dann findet man noch mehr Informationen und die sammelt man und das ist irgendwie viel organischer, finde ich, und das macht das Spiel besser. Wann können wir spielen? Also da oder sagt ihr da noch nichts zu? Ja, die Frage kriegen wir immer wieder. Aber um ehrlich zu sein, Spiele sind Kunst und einfach das zu überstürzen, das macht einfach keinen Sinn. Gar nicht für so ein Franchise wie Jagged Alliance. Also wir müssen da irgendwie wirklich richtig gut arbeiten. Wir sind schon beim Polishing. Wir bringen aber auch noch so viel rein, damit Leute uns Feedback geben. Wir haben super viele Fokustests gemacht und gekriegt und es ist fertig, wenn es fertig ist. Okay, dann nehmt euch bitte die Zeit, die ihr braucht, um das Spiel so gut wie möglich zu machen. Ihr habt ja schon erwähnt, es gab ja so ein paar Jagged Alliance Ableger. Da reden wir jetzt lieber mal nicht drüber, aber alle warten auf Teil 3 und es macht auch nichts, wenn das noch ein paar Wochen oder Monate länger dauert. Nehmt euch die Zeit, damit wir ein gutes Spiel kriegen. Aber gibt es das, dass man jetzt bei der Gamescom schon spielen kann? Nein, tut mir leid, nicht für Jagged Alliance. Nee, da haben wir nichts mitgebracht. Die Leute wollen echt unbedingt super viel sehen. Ich bin mir sicher, dass alle irgendwie jetzt genau sich angeguckt haben, was wir gezeigt haben. Ja, ich mache das natürlich. Also ich würde mir jede Sekunde davon angucken und ich werde es auch lieben. Vielen herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Das hat Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Viel Spaß auf der Gamescom. Sprecht mit den Fans, nehmt alles mit, was ihr an Infos und Erfahrungen bekommt und wir sehen ja, wenn das Spiel rauskommt. Ich freue mich dann schon auf euch nächstes Jahr. Thanks. Und ihr bleibt jetzt dran. Danke. Nämlich, es geht hier gleich spannend weiter mit einem Field Report zu One Piece Odyssey, was da Leo schon wieder angestellt hat. Ich bin sehr gespannt. Bis gleich. Peggy 12.
あってはならない歴史だ。Da sind wir wieder, diesmal hier in Halle 7 vor einem gigantischen, aufblasbaren Luffy. Der ist hier wegen des neuen Spiels One Piece Odyssey. Ein tatsächlich rundenbasierter Fighter JRPG mit den Charakteren, die wir lieben, und zwei neuen Charakteren, die Oda tatsächlich selber auch designt hat. Von dem, was ich gehört habe in der Ankündigung, hat er die ganze Flora und Fauna um die Insel, auf der es spielt, herum entworfen. Und diese zwei Charaktere, es bleibt also dem One Piece Charakter treu. Wir werfen mal einen Blick drauf und ich probiere in der Zwischenzeit mal zu gucken, ob ich das Spiel mal antesten darf. So, ich habe gar keine Lust, Leuten, die hier so ewig warten, schon die Zeit wegzunehmen. Deswegen frage ich einfach mal eben, hey, how do you like the game so far? Yeah, I think it's really fun and turn-based combat, I really like its moment, so. Yeah, that's why I picked you. I saw your Final Fantasy thing on the back, so I was like, yeah, finally there's turn-based in One Piece. Who's your favorite character? In One Piece at the moment? I really like Zoro. Yeah. And what are you looking forward to the most? In One Piece itself, or I really look forward to the exploration, but also I'm really excited for the turn-based combat because it really reminds me of Dragon Quest in a way. So I think it will be really fun. So, hier haben wir direkt noch einen Fan gefunden. Halli, hallo. Magst du uns einmal erzählen? Du spielst hier schon seit ein paar Minütchen. Worauf freust du dich am meisten bei dem Spiel? Ich bin einfach neugierig und will mal gucken, wie das Spiel so ist. Ich bin ja ein One Piece Fan und deswegen wollte ich es einfach mal ausprobiert haben. Auf welchen Charakter freust du dich am meisten? So gesehen hoffe ich zu gucken, wie Zorro so gespielt wird. Aha, he's a Zorro guy, so, so, so. Und als letzte Frage, wie ist so dein Eindruck von, wenn es, dass es rundenbasierter Kampf sein wird? Muss ich ein bisschen ausprobieren. Ich bin eher der, der auf aktiv ist, aber einfach mal ausprobieren. Okay, sehr cool, dann wünschen wir dir viel Spaß. So, zwei Fans haben wir noch gefunden. Ihr habt euch gerade angestellt. Freut ihr euch schon auf das Spiel und die Demo? Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wie habt ihr so Erwartungshaltung? Habt ihr erst, oder habt ihr einfach nur einen großen Luffy gesehen und gesagt, ja, da muss ich hin? Also ich habe ein Video gesehen, beziehungsweise einen Artikel, dass das halt kommen soll und dass es irgendwie auch Open World sein soll. Aber so viel weiß ich noch nicht. Okay, cool. Und wer ist euer Lieblingscharakter aus One? Ace? Schwierig. Alle, finde ich toll. Sehr cool, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Erlebnis sein. In One Piece Odyssey spielt ihr mit der Strohhut-Crew im rundenbasierten Combat. Und die exklusiven Einblicke auf der Gamescom haben meine Erwartungen doch ein bisschen übertroffen. Ich hätte ja auch gedacht, was ein cheaper Cashgrab hätte sein können, ist tatsächlich doch ein sehr charmantes Abenteuer mit Liebe zum Detail geworden. Willkommen zurück in unserem Gamescom-Studio, live von der Gamescom 2022. Ich bin froh, dass ihr noch dran seid, denn wir kommen jetzt zu einem wirklich sehr, sehr coolen Spiel, was mir persönlich sehr am Herzen liegt und sehr gut gefällt. Und ich bin sehr froh, dass wir deswegen auch einen Entwickler hier bei uns im Studio haben. Und den werde ich jetzt zusammen mit euch begrüßen. Hallo Bartek, welcome. Hallo und herzlich willkommen, Bartek. The creative director, du bist der Creative Director von The Last Case of Benedict Fox, richtig? And you guys are Polish und ihr seid ein polnisches Studio. Ja, wir kommen aus Krakau in Polen. Very nice. Sehr schön. Mir ist da was aufgefallen. Die polnische Game-Branche hat sich in den letzten Jahren richtig krass weiterentwickelt. Warum? Das ist eine gute Frage. Liegt vielleicht auch daran, dass wir ein sehr gutes Bildungssystem haben in Polen. Das heißt, wir haben sehr viele talentierte Programmierer zum Beispiel, Programmiererinnen. Und die Leute sind sehr engagiert, sehr leidenschaftlich, was Gaming angeht und spielen gerne. Und das wird immer noch besser. Ja, genau, das ist mir aufgefallen. Also da gibt es viele gute Teams einfach, die auch hier auf der Gamescom sind. Und du warst es auch, der die Idee hatte für The Last Case of Benedict Fox. Ja, das war meine Idee ursprünglich und wir haben viele schlaflose Nächte gehabt. Echt jetzt? Also wie war die Inspiration für das Spiel?
Naja, es gab verschiedene Arten, wie wir uns haben inspirieren lassen, aber die Idee als solches ist in einer langen Nacht entstanden und ich habe mir damals überlegt, vielleicht ist es ja eine gute Idee, für das, was ich da jetzt habe, mal aufzuschreiben zur Charakterentwicklung für ein Spiel und Monate später habe ich darüber nachgedacht, ob ich vielleicht da einen Comic draus machen könnte aus dem Last Case of Benedict Fox, aber einige Jahre später kam das Ganze wieder auf, als wir nach einer Spielidee gesucht haben und wir wollten halt schon immer so ein sehr storylastiges Spiel rausbringen und dann kam eben ja eins zum anderen. Ich habe meine Notizen mal durchgeguckt und dann hatten wir The Last Case of Benedict Fox als Idee. Dann haben wir es ausprobiert auf sehr ungewöhnliche Weise, denn wir sind zwar ein erfahrenes Spieleentwicklerstudio, das heißt, wir wussten, wir hatten das technische Know-how, so ein Spiel umzusetzen, aber wir wussten nicht, wie das funktionieren würde, ob wir auch eine gute Geschichte erzählen können. Also haben wir so ein D&D-Adventure aufgesetzt und haben es auf diese Art und Weise angegangen von der Story her und das hat alles gut zusammengepasst. Das ist echt ziemlich witzig, erst ein D&D zu machen, was ja schon an sich total komplex ist. Wie lange hat das denn gedauert? So von dieser allerersten Idee des Spiels bis dahin, wo ihr jetzt seid. So anderthalb Jahre ungefähr. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet, auch im Schatten, im Dunkeln, bevor wir eben entschlossen haben, das zu veröffentlichen. Und wie lange habt ihr D&D gespielt dabei? Ja, das darf ich nicht sagen. Das darf ich nicht sagen. Okay, ich verstehe schon. Aha. Okay, wir haben ein bisschen Gameplay im Studio. Das können wir uns anschauen. Vielleicht möchtest du uns dabei ein wenig erklären, worum es geht. Ja, gerne. Das hier ist unsere Hauptfigur, Benedict Fox. Er ist ein Detektiv oder er nennt sich ein Detektiv. Und seit der Geburt hat er so einen dämonischen Begleiter aus einer anderen Dimension. Die sind miteinander verbunden. Und der gibt ihm natürlich ganz besondere Kräfte. Zum Beispiel in die Erinnerungen anderer Menschen und in das Bewusstsein anderer Menschen einzusteigen. Aber das ist natürlich nicht nur Segen, das ist auch Fluch. Das tötet ihn auch sozusagen. Und er muss diesen Mordfall, um den es da geht in dem Spiel, innerhalb von einer Nacht lösen und Antworten finden auf die offenen Fragen und die ihm helfen könnten, sich von diesem Dämon wieder zu trennen. Wow, so viel Druck, eine einzige Nacht, das erinnert mich ein bisschen an Sherlock Holmes. Ja, da gibt es doch so ein paar Ähnlichkeiten, das stimmt. Und wir müssen eben, ja, wie gesagt, auch Verbrechen lösen. Ja, Benedict Cumberbatch hätten wir ihn nennen sollen, aber da gab es viele, viele Vorschläge. Ja, aber Benedict Fox ist auch gut und Benjamin Wolf war, glaube ich, auch ein potenzieller Name, der vorgeschlagen wurde. So klasse. Also es ist Metroidvania-Genre. Das ist wirklich eines meiner Lieblingsgenres. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Diese Idee hat sich so entwickelt. Das war ursprünglich gar nicht so in diesem Metroidvania-Stil gedacht. Sondern eigentlich sollte das Ganze ein bisschen linearer ablaufen, aber da wir dann beschlossen haben, dass der Großteil des Spiels eben im Unterbewusstsein stattfinden wird, und das ist eh schon so ein Labyrinth, so ein ganz komischer Ort, und dann hat sich das für uns ganz natürlich angefühlt, das auch so bis zum Schluss quasi durchzuziehen, und dann wurde es eben etwas, das sich so ein bisschen in diesem Metroidvania-Stil entwickelt hat. Das war gar nicht unbedingt beabsichtigt, wir haben das quasi entwickelt und dann gesagt, ach, das sieht jetzt so ein bisschen Metroidvania-mäßig aus. Does it include permadeath? Wow, richtig cool. Ist da Permadeath dabei? Nein, ist nicht dabei. Also es gibt so ein paar Mikromechaniken im Spiel, die vielleicht ähnlich sind, aber man kann nicht komplett sterben. Puh, das erleichtert mich echt sehr. Kannst du uns vielleicht auch noch ein Geheimnis verraten? Also etwas, was sonst noch niemand weiß? Hast du da eine Perle für uns? Über mich oder über das Spiel? Haha, gute Konter. Für mich wäre natürlich was zum Spiel interessanter, aber was immer du gerne uns sagen möchtest. Naja, dann übers Spiel. Also, nachdem man diesen Trailer gesehen hat, dann dachten die meisten, das wäre vielleicht etwas näher an so einen Simulator angelegt, von der Bewegung her. Gerade, ja, das ist nicht, was den Kampf angeht, umgelegt, aber das eigentliche Geheimnis dahinter ist, das ist sehr
quasi die Spielmechanik ist sehr tiefgehend, das heißt, es wird interessant sein zu sehen, wie viele Mechaniken da drin sind. Das stimmt, und ihr habt ja auch schon einen Gamescom Award bekommen. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie oder wo können wir dich hier auf der Gamescom finden? Wir sind in Halle 8 beim Xbox-Stand, aber man findet uns auch hier bei TikTok in Halle Nummer 7. Okay, zwei Orte zur gleichen Zeit, wow. Ja, das ist ein bisschen Multitasking natürlich. Und kann man das Spiel auch spielen? Ja. Wir haben ein spielbares Demo dabei, das kann man dort zocken. Und in beiden Hallen kann man das eben spielen. Wie lang ist die Demo und was kann man da so ausprobieren? Naja, beim Xbox-Stand ist das Demo begrenzt auf 20 Minuten. Klar, weil es natürlich viele Leute gibt, die spielen wollen. 20 Minuten ist super viel. Ja, für den ersten Eindruck ist das schon gut, aber wir haben ein Demo mitgebracht, was man sonst normalerweise auch 30, 40 Minuten spielen kann. Oder natürlich nur in wenigen Minuten, wenn man so ein Speedrunner ist. Ah, guter Punkt. Sag mal, glaubst du eigentlich, es gibt eine Speedrun-Community, für die das auch was ist? Weil ich liebe das, ich gucke das die ganze Zeit und ich weiß, dass Speedrunner immer happy sind, wenn da auch Features für sie dabei sind. Ja, da sind wir drauf vorbereitet und wir hoffen natürlich, dass es da diese Community auch schafft, quasi Spaß am Spiel zu haben und dann Speedrun zu probieren. Mega gut, ich freue mich da so drauf, vielleicht auch beim nächsten GDQ zu sehen. Ach, das wäre so cool. Klasse. Gibt es noch irgendwas, das du für uns mitgebracht hast zum Spiel? Oder denkst du, vielleicht kannst du uns noch erklären, was das Spiel so besonders macht? Na, eine der Arten, warum das Spiel so besonders ist, ist, dass Teil dieser großartigen visuellen Umsetzung ist so ein bisschen comichaft. Und wir wollten also ein bisschen so einen Kontrast schaffen zwischen diesem etwas comichaften Stil und dann aber doch diesem sehr tiefgründigen Story-Gerüst. Und viele sind dann vielleicht überrascht, dass es kein leichtes Spiel sein wird, sondern es ist sehr, sehr intensiv, sehr düster, da muss man wirklich tief eintauchen und aufgehen in das Spiel und das hilft vielleicht den SpielerInnen da draußen, auch mal nach innen zu gucken, in ihr eigenes Bewusstsein, Unterbewusstsein und sie auf so eine Reise mitnehmen und da eben das Unterbewusstsein zu erkunden und da hoffe ich, dass das passiert. Wow, das ist wirklich eine tolle Sache. Ich meine, ich spiele wirklich gerne Serious Games, wo man über viel nachdenken kann, nachdenken auch darüber, was man halt eben erlebt und sieht im Spiel. Also wenn es auch hier so eine tiefere Bedeutung gibt, dann ist das genau mein Ding. Ich freue mich. Ja, das freut sie natürlich. Also da in die Erinnerungen einzutauchen, das ist schon hart, das ist spannend. Okay, cool. Ich freue mich drauf. Alle freuen sich auf The Last Case of Benedict Fox. Wann kommt das Spiel raus? Gibt es da schon was? Wir können bisher nur sagen, dass das im Frühling 2023 der Fall sein wird. Okay, Frühling 2023. Das klingt echt gut. Herzlichen Dank, Bartek. Schön, dass du da warst. The Last Case of Benedict Fox. Ein sehr schön aussehendes Spiel. Ein sehr tiefes Spiel, wie wir erfahren konnten, und ihr solltet es euch angucken, wenn ihr auf der Gamescom hier unterwegs seid. Ihr habt gerade erfahren, wo ihr das finden könnt. Ich kann es nur empfehlen und hoffe, ihr schaut es euch an, und was ich weiterhin auch hoffe, dass ihr natürlich hier bei uns dran bleibt. Wir sehen uns. Thank you. The First Descendants ist Nexons neuer, in der Unreal Engine 5 entwickelter Co-op-Action-RPG-Shooter, der euch in eine Sci-Fi-Welt entführt, in der ihr in verschiedenen Missionen und Schlachtzügen das Geheimnis um die Macht der Descendants lüften werdet. Sowohl im Einzel- als auch im Mehrspielermodus. Lasst uns also einen ersten Blick darauf werfen, was uns in der Steam-Beta von The First Descendant im Oktober erwartet. We always ask questions. What is it that actually exists? Where does the origin come from? Where are we headed to?
fast. Reload your gun. Willkommen zurück hier bei uns im Gamescom-Studio. Ich bin der Manu und Anne, ich muss dir unbedingt von Under the Waves erzählen. Ja, sehr gerne. Das war ja eins der Spiele, worauf ich mich seit der ONL gefreut habe. Eines auf jeden Fall der grafisch schönsten Spiele und thematisch auch interessantesten, finde ich. Genau. Wir waren ja auf der ONL, da wurde das neue Spiel ein bisschen überraschend vorgestellt. Mhm. Quantic Dream ist der Publisher. Ein Spiel von, mit dem man auch gar nicht gerechnet hatte, auf jeden Fall. Nee. Ich auf jeden Fall nicht. Vor allem als Publisher ist auch mal eine neue Rolle, die Quantic Dreams da erfüllt. Und du hast es dir aber jetzt hier ansehen können, stimmt das? Genau, nach der ONL war ich so hyped, dass ich dachte, ich will es jetzt auf jeden Fall anspielen. Direkt einen Termin ausgemacht, dann sind wir da hinmarschiert und ich hatte dann die Gelegenheit, so die ersten 20 Minuten vielleicht zu spielen. Ach cool, direkt schon die direkt. Ersten 20 Minuten? Ja. Boah, jetzt bin ich neidisch. Ja, war ein sehr schöner Termin. Also wie muss man sich das vorstellen, wenn ihr den Trailer gerade gesehen habt? Das ist ja, man spielt auf einer Unterwasserbasis. Mhm. Also wir spielen diesen Charakter, den wir auch im Trailer auf der ONL gesehen haben. Das ist sein Name. Wir haben die Möglichkeit, es ist quasi so der erste Tag der neuen Arbeitsstelle. So, also er war da schon mal unter Wasser, er ist geprobt, aber es ist dann so ein bisschen so ein Gerede, ja, ich muss jetzt unbedingt darauf vertrauen, dass dieser Anzug auch hält. Ja? Ja. Das Ganze ist natürlich so ein bisschen verpackt in ein Tutorial, dass wir erstmal abtauchen in die Tiefe. Der Anzug wird ausgepackt und dann macht man so die ersten Schritte, muss mal ein Lüftungsventil öffnen, muss gucken, dass man genügend Sauerstoff hat. Und es ist aber sofort eine super beklemmende Atmosphäre. Also ich weiß nicht, ob jemand schon mal von euch draußen im U-Boot war oder vielleicht schon mal so eine Tauchglocke gesehen hat. Und das fangen die Entwickler und Entwicklerinnen unfassbar gut ein. Sobald man aus dieser Tauchglocke aussteigt, fühlt man sich sofort, obwohl um einen herum ja Riesenmengen von Wasser ist, einfach total beklommen. Ich finde es halt, also ich liebe das Meer und ich finde es super schön, mir das anzugucken, aber Tauchen finde ich an sich schon sehr gruselig, ne? Weil dann riesige Fische neben dir schwimmen, wer weiß, was da noch alles keucht und fleucht. Aber spannendes Thema an sich, was passiert denn noch, also wie ist es so gameplay-technisch, was musst du tun? Also das Ganze ist ein narratives Story-Adventure. Ja? Also man wird nicht irgendwie kämpfen, es ist kein Open World, es ist nicht wie Subnautica, wo ich rumgehe und irgendwie Ressourcen sammle, sondern es ist ein linear getriebenes Story-Adventure. Es geht um diese Hauptfigur, es geht um diesen Charakter, der auch ein gewisses Trauma verarbeiten muss. Das hat man in dem Trailer ja auch schon erkannt oder gesehen, dass es um Mental Health-Themen gehen wird, um Verlustverarbeitung. Mhm. In diesem Tutorial, wir kommen dann an dieser Station da noch an. Also erstmal läuft man rum und erkundet ein bisschen. Das ist aus der Third-Person-Perspektive. Das heißt, du kannst dich relativ frei bewegen und an bestimmten Stellen kannst du auch einfach losschwimmen, weil ja Wasser ist. Das heißt, du kannst zwar nicht hüpfen und klettern, aber du kannst dann halt einfach Etagen hochschwimmen, wenn du in so einer Station bist. Und die erste Aufgabe, die man macht, ist so ein bisschen mit der Steuerung klarzukommen und was man aus so einem Adventure erwarten würde, das sind drei Klammern, die das U-Boot halten, die musst du natürlich erstmal aufmachen, musst vielleicht noch einen Security-Pin irgendwo eingeben und dann steigst du in dein kleines U-Boot und mit dem bist du dann super agil und kannst innerhalb dieser Welt dann auch dich frei bewegen. Mhm. Aber es, so haben die Entwickler und Entwicklerinnen mir das erzählt, es wird halt gewisse Punkte geben, an denen die Story dann vorangetrieben wird. Also du wirst dann immer Aufgaben haben, die klar die Story vorantreiben und kannst nebenher aber trotzdem ein bisschen erkunden. Also, es sieht auch nicht aus, als wäre es eine Open World zum Beispiel. Genau. Dass sich das in Grenzen hält, habe ich mir schon fast gedacht. Wichtigste Frage, hast du schon einen Wal gesehen? Ja, das, was wir im Trailer gesehen haben, so ganz am Ende, diese Traumsequenz, da führt es dann auch hin. Also es war recht authentisch so gehalten von der Atmosphäre, aber sie haben einen unfassbar coolen Stil gewählt, nämlich 70s Retro Futuristic Charm. Also so, wie man sich in den 70er Jahren vorgestellt hat, dass die Zukunft aussehen wird. Also die Bordcomputer, die haben alle noch so schwere Tasten und Schalthebel. So ein bisschen wie bei 2001. Genau diese Atmosphäre, aber eben unter Wasser. Ja, cool. Und spannend daran war dann eben auch, dass man dann einen Computer hat und dort hat man so eine Art Videotelefonie mit seiner Frau. Und da fängt dann an, dass man auch merkt, okay, in diese Richtung wird es gehen. Die Beziehung scheint nicht mehr so gut intakt zu sein. Sie meldet sich nicht, man hinterlässt eine sehr peinliche Sprachnachricht und geht dann sehr frustriert ins Bett.
Und das ist dann genau die Stelle, wo das Spiel eigentlich losgeht. Er wacht auf, aber er traumwandelt, weil dann ist man in einer Situation, man ist zwar unter Wasser und läuft durch diese Landschaft, aber da tauchen dann auf einmal, läuft ein Kind neben dir und ein riesiger Wal. Ja. Und in dem Moment habe ich gedacht, jetzt wird es spannend, jetzt will ich weiterspielen. Und dann kam Under the Waves. Nein. Und dann ich so, ich will jetzt weiterspielen. Und die Entwickler und Entwicklerinnen so, ja, da musst du bis nächstes Jahr warten. Haben sie dir denn wenigstens ein kleines Geheimnis noch verraten? Konntest du ihnen noch irgendwas entlocken? Ich habe noch ein bisschen versucht, was rauszukriegen, aber es war sehr, sehr eng. Also, Under the Waves, ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir schauen uns das auf jeden Fall nächstes Jahr an, wenn wir es dann spielen können. Bleibt dran. Achso, Entschuldigung, Toss zu Aerosoft. Wir gehen jetzt weiter zu Aerosoft, zu Leo. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier die liebe Dana gefunden und Dana, du kannst uns hier auf jeden Fall mal kurz berichten, was die Highlights vom Aerosoft-Booth sind. Ja, also auf jeden Fall, was ihr im Hintergrund schon seht, der Motion Simulator von Heavy Duty Challenge ist das Highlight unseres Standes, genauso wie unsere Rettungsgassensimulator von Notruf 112 im Truck. Ja, das da, wo wir fast, fast drinstehen in der Notfallgasse. Richtig, ja. Ja, perfekt, die läuft also schon mal sehr gut. Warte, Notfallgassensimulator bedeutet, dass das ist... Also das ist ein Teil von einem größeren Spiel quasi, Notruf 112, eine allgemeine Feuerwehrsimulation. Und hier könnt ihr jetzt quasi, wenn ihr am Stand vorbeischaut, die Rettungsgasse einmal in dem echten Feuerwehrtruck entlangfahren, genau. Ja. Oh, das ist ja cool. Und ihr habt euch die richtigen Autos da auch noch gleich rangeholt. Wie habt ihr zum Beispiel dieses Monstrum in die Halle bekommen? Wie einfach war das? Also ein Truckfahrer ist hier reingefahren tatsächlich. Also ja. Ach so, der fährt, der kann fahren. Ja, klar, der kann fahren. Ja, du sagst das so. Doch, das ist ein Truck, der wird bei dem Europa Truck Trial, das ist ein Event, bei dem Trucks über so Hindernisse fahren. Und da wird der wirklich genutzt, also es ist ein echter Truck. Ja. Wahnsinn, nicht schlecht. Okay, dann lass uns doch noch kurz einen Blick drauf werfen, auf das, was hier hinter uns passiert. Weil das sieht ja nur cool aus. Lass uns da mal einen kleinen Walk unternehmen. Hallo! Tihi. So, okay, wir machen mal, achso, warte, wir stellen es am besten so, dass man ein bisschen sehen kann, was auch stattfindet. Hi, sorry. Achso, ja, der bewegt sich ein bisschen. Ah ja, das ist der Sicherheitsabstand mit der Sicherheitsgasse. Wir simulieren das mit der Gefahr ganz perfekt. Alles klar, also ihr habt hier den absoluten, das ist dann schon so Next Level 4D-Simulation. Ja, das ist auch quasi wirklich für Messen. Zu Hause wird es schwierig mit dem Ding. Genau, also hier sieht man jetzt Heavy Duty Challenge. Das ist quasi das Truck-Spiel, was auch auf diesem Hindernisparcours Europa Truck Trials basiert. Genau, und in diesem Simulator ist man natürlich noch authentischer dabei, um die ganzen Hindernisse am Körper echt zu erleben quasi, ja. Ja, wunderbar. Für mich als jemand ohne Führerschein ist das ganz fantastisch. Ja, das könnte interessant werden. Also wie gesagt, ihr könnt gerne auch gleich einmal testen. Oh, ich dürfte. Ja, das kann nur schief gehen. Lass uns das auf jeden Fall tun. Okay, das war eine wackelige Angelegenheit, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Also wenn ihr da Bock drauf habt, kommt doch einfach vorbei in der Halle 8. Da findet ihr diesen wundervollen Simulator, könnt euch anstellen, könnt ihr Dana einen netten Gruß da lassen und euch mal richtig schön durch die Gegend ruckeln. Viel Spaß! If we had no rat, we had no game, so we started with the rat, and when we were pretty sure that it was possible with 1,000, something like that, we said, okay, we have something, we can work on everything else, so we've started with the rats even before the characters. A Plague Tale wäre nichts ohne seine Ratten. Wie Game Director Kevin Choteau sagt, if we had no rat, we had no games. Aber wie hat das Team von Asobo die einzigartige Rattentechnologie für Innocence entwickelt und wie haben sie sie für die Fortsetzung Requiem weiterentwickelt? We wanted to tell a story about the plague, the Black Plague, because fighting a virus is not that easy in a game. So to do that, we took the popular image of the plague, which is the rats that are spreading the plague around the countries, which was not the case actually. We really loved that idea, but it means that we needed to
to have plenty of rats, thousands of rats, to make it believable. It was a good idea on paper, not technically, because again, it means thousands of rats on the screen. We've started with a few rats, like I would say, maybe 10 or 20, to see if we can have a believable behavior. You know, having a rat wandering around and see if we can have animation and things like that that were believable at a good scale compared to the character camera. And when we had that, we say, okay, now how are we gonna replicate that into many rats? Because one rat was already very costly in terms of performance. We started with more water simulation, but it was not working at all because it feels too fluid, to like a particle, not a rat anymore. We've reimagined everything built up on what we've done with the gameplay to have a more authentic feeling. We've watched a lot of mouse and or rats invading farms strangely pretty close from how they can behave when they are in mass. It's pretty rare, so there's few footage of that, but you can see a crazy invasion of farm in Australia with mouse everywhere, and we are pretty close in terms of behavior. And we had to slow down the rats in our game compared to the actual mouse or actual rats, because they can be much more faster than what we do. So it was the main influence. Die grundlegende Technologie für die Ratten war also bereit. Aber wie lässt sich das auf das Gameplay übertragen? Diese Frage musste im Laufe der Entwicklung stets neu gestellt werden. At first it was like a floor is lava idea. You know, you have rats everywhere and you need to find a way to cross it. So maybe light was a good idea, because medieval time it was hard to have light, to maintain light. And it was the opposite of stealth, so it was a good idea for our gameplay, but that was it. And by playing with the rats and playing with the tech, we've discovered that it was already also funny to move the rats somewhere, to move the rats using Hugo's power, and to create crazy shapes like we've done in Innocence with those rat tornado. It took us time to figure out what we can do with the rats. The last thing we've done with the rats was the final fight against Vitalis, which was already pretty crazy and pretty last minute, I would say, in terms of development. But it was already a building foundation for what we've done on Requiem, and it was just to try to prototype that on the end of Innocence, to see if it was a good tech for the second game. Das Team will in der Fortsetzung eine Schippe drauflegen. Wir sollen nicht mehr nur uns damit begnügen, die Ratten zu steuern, sondern wir sollen eins mit ihnen werden. We wanted to assume what we've built up in the first one, so Hugo is able to control the rats, and it's not something that we will deny in the second one. But still, when Amicia is alone, the rats are not friends, not at all. And when she's with Hugo, Hugo is able to control the rat, but for a limited time, and it's dangerous. You will discover that. Right now in Requiem, we have much more than 300,000 rats on the screen, which is a lot compared to the 5,000 we had in Innocence. So we pushed the tech further and further and further. So it's quite impressive right now. They have their own behavior, a behavior that is shared among other individuals. As I said, 300,000 AI, different AI. Their behavior is shared amongst few to optimize, but basically they have their own behavior. So you can isolate one rat and having him behave normally. You can take 10 and they will behave differently from each other. I think it was like the team idea day one. Okay, a rat control like that, it's cool, but it's not as cool as being the rats. It was something that we had in mind for the first one, but no time to develop it. Starting the second one, it was the first discussion about the game design. Let's control the rat and move them around, it will be crazy fun, and killing people directly will be much more visceral than distantly. Ohne die speziell entwickelte Rattentechnologie gäbe es A Plague Tale nicht. Sie ist der Motor, der die ganze Maschine antreibt, und Chouteau ist nach wie vor begeistert davon, wie das Ganze zustande kam. I'm proud of everything, because it's a complicated tech, really based on engineering stuff that you need to understand as a designer, as a game director, as anyone in the team to really take advantage of it. So when you see it in the levels, I think it's a huge achievement. So yeah,
I'm proud of everything. 300.000 Ratten mögen viel erscheinen, aber Asobo hat noch größere Ziele. Auf die Frage, wohin wir als nächstes gehen könnten, antwortet Chuto mit einem Schmunzeln. I don't know, Mermillion, I guess. Mehr zu A Plague Tale findet ihr natürlich bei IGN und hier auf der Gamescom 2022 am Stand von Fukü. Warte. Jetzt. Okay. Leute, wenn ich eins auf meinen Rundgängen auf der Gamescom gemerkt habe, dann das. Mobile Gaming ist riesig. Egal ob in den Zügen auf dem Weg zur Messe, hier auf den Fluren der Gamescom oder auf der ganz großen E-Sports-Bühne, wird völlig selbstverständlich den ganzen Tag auf Smartphones und Tablets gezockt. Willkommen in der Era of Everyone. Hier in Köln auf der Gamescom 2022 findet am Wochenende die Finals der Pro Snapdragon Series Season 1 in Brawl Stars statt, bei dem die besten 4 Brawl Stars Teams aus Europa, dem Mittleren Osten und Nordafrika gegeneinander antreten. Mehr als 600.000 Spieler und Spielerinnen haben an der Snapdragon Pro Series teilgenommen. Und an diesem Wochenende werden die Besten der Besten aus ihren Regionen im direkten Duell um den Titel kämpfen. Und um ein Preisgeld von insgesamt 50.000 US-Dollar. Aber keine Sorge, falls ihr dieses Mal nicht dabei sein konntet, ihr könnt euch auf snapdragonproseries.com/de über alle bevorstehenden Turniere und auf die zweite Season vorbereiten und auch anmelden. Dank des leistungsstarken Snapdragon-Prozessors in euren Smartphones und Snapdragon Elite Gaming haben Spieler und Spielerinnen alles in der Hand, was sie brauchen, um Teil der Era of Everyone zu werden und auf dem höchsten Level mitspielen zu können. Egal ob Clash Royale, PUBG Mobile, League of Legends, Wild Rift oder Brawl Stars euer Lieblingsspiel ist, die Snapdragon Pro Series bietet weltweit allen eine Chance auf den Champion-Titel. Weitere Infos zu den Turnieren und der Anmeldung findet ihr auf snapdragonproseries.com/de oder ihr kommt einfach vorbei am 27. und 28. August hier in Halle 6 auf der Gamescom 2022. So, und ich spiele jetzt noch eine Runde, okay? Willkommen zurück bei, ja, bei unserem fantastischen Gamescom Studio an Tag 3 hier bei IGN. Und wir haben ein ganz besonderes Spiel Sunday Gold mitgebracht hier für euch. Und bei mir ist Fred. And I have to switch to English now. Und jetzt geht es natürlich hier auf Englisch weiter. Ich spreche leider kein Französisch. Also Fred ist heute hier, CEO von Becom Studios. Und das Spiel ist großartig, Sunday Gold. Die erste Frage ist wie folgt. Warum Sunday Gold und nicht Monday Gold oder irgendein anderer Tag? Ja, es geht ja vor allem um Pferderennen in England und um Hunderennen. Und Sonntag kommt natürlich dann daher, dass das mit diesen Tagen zusammenhängt, an denen die Tiere da rennen. Und da geht es ums kybernetisch veränderte Tiere zum Beispiel, die das machen. Okay, das war eine ganz gute Erklärung. Alles klar. Also wir sprechen hier über ein Spiel und du hast mich jetzt vorhin schon mal gefragt, wie viel habe ich hier gezockt auf der Gamescom? Und ich war ganz ehrlich, ich habe gesagt, Gamescom ist nicht der beste Ort, um Spiele zu zocken, weil, naja, das ist ja wirklich ein Point-and-Click-Spiel und man muss sich sehr darauf konzentrieren. Die Story spielt eine große Rolle. Warum hast du dieses Genre ausgewählt? Ja, bei uns haben wir viele Fans in unserer Spieleschmiede von alten Spielen, diesen guten alten Adventures, wie zum Beispiel Full Throttle von LucasArts. Das heißt, da wir immer große Fans waren, dieser Art von Atmosphäre, dieser Art zu spielen, wollten wir auch sowas machen, aber mit so einem frischen Wind, den wir da reinbringen, mit einem gewissen Twist. Und dann haben wir jahrelang rumexperimentiert und haben versucht, damit verschiedene Spielmechaniken das Ganze aufzupeppen. Okay, wir haben den Announcement-Trailer ja von euch bekommen und den schauen wir uns auch gleich an. Ich habe da echt ein paar Fragen zu dem Setting. Also der Trailer ist kurz, aber wir sollten da echt drüber sprechen. Okay, schauen wir mal.
basically it's set also, in a dystopian, es ist, let's say, London, sagen wir mal, ein dystopisches London nach dem Brexit. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, Obdachlosigkeit herrscht vor. Also, total anders als heute. Ich meine, ich liebe London. Aber was kannst du mir sagen über die Charaktere, die wir hier sehen? Und ich mag die Kunst. Yeah, we fell in love with the art style. Yeah. Wir haben uns auch direkt verliebt in diese Art der Gestaltung, in diese Optik, die das Ganze jetzt hat. Unsere Freunde von Steam und Team 17 haben da tolle Ideen gehabt, die uns eben gezeigt haben, wie so eine dystopische Version von London aussehen könnte in der nicht allzu fernen Zukunft. Und wir hoffen, dass es niemals so aussehen wird. Aber das Konzept hat uns so gut gefallen, denn es ging ja auch darum, das war sehr, sehr ähnlich. Also die Charaktere könnten zum Beispiel aus einem Guy Ritchie-Film stammen, also sehr vielschichtig, sehr tiefgründig und der Stil einfach, das hat uns ein bisschen getriggert und das war wichtig für uns. Okay, und als ihr gesagt habt, wir machen einen Point-and-Click und RPG-Elemente, Adventure-Elemente, was war das Schwierigste, also dass diese Elemente alle zusammen funktionieren? Weil, ich meine, wie gesagt, die Geschichte herrscht vor. Ja, es hängt natürlich alles an der Story und ja, aus verschiedenen Elementen, wie du bereits gesagt hast, haben wir da in vielen Bereichen andere Elemente reingebracht, dass das auch so ein bisschen rundenbasiert wirkt und auch etwas, da können wir später noch ein bisschen ins Detail gehen, von den Mechaniken her, ist die Herausforderungen dann vor allem die gewesen, dass wenn man zwei Genres miteinander vereint, dann möchte man, dass das gut zusammenpasst. Man möchte nicht etwas bauen oder die Erfahrung haben, dass es so ein bisschen unpassend wirkt, weil man dann eben zwischen Kampf und Decken hin und her switcht und das passt dann einfach nicht. Und dieses Punktesystem, was wir dann eingebaut haben, ist genauso diese Schnittstelle, die das Ganze gut miteinander verbindet. Es ist, wie gesagt, rundenbasiert. Das heißt, jede Runde kriegst du Punkte, die du dann auch wieder einsetzen kannst für bestimmte Aktionen im Spiel. Und das gilt natürlich auch für den Kampf. Okay, erzähl mir noch ein bisschen mehr über die Charaktere, die wir gesehen haben. Wie interagieren die? Das ist ja so eine Bande Kleinkrimineller, die da die Protagonisten sind. Zwei von ihnen waren tatsächlich schon Berufskriminelle für eine ganze Weile. Gavin zum Beispiel, der ist neu in diesem Bereich und das sieht man auch. Also der kennt sich damit nicht so aus. Der wird auch leicht gestresst und damit spielen wir natürlich ein bisschen auch so im Spiel, wie er sich dann verhält, wenn er gestresst ist. Sally ist so die Taffe, die es durchsetzt. Sie ist sozusagen irgendwie der Tank in der Gruppe und gleichzeitig ist sie aber auch irgendwie die Schlaueste und Frank glaubt, er ist so ein bisschen der Kopf des Ganzen und denkt sich das Ganze aus, aber der sieht sich selber eher so ein bisschen Art wie eine Robin Hood Figur, um eben zum Beispiel den Namen zu geben oder von den Reichen raubt, aber er gibt es eigentlich sich selbst, sondern haben wir, wie gesagt, eben Gavin ist eben so ein Angestellter von Max Hogan und Hogan ist so eine Riesenfirma und wird von einem Milliardär besessen, von Kenny Hogan, das ist so der Bösewicht im Spiel. Okay, du hast gerade schon den Bösewicht erwähnt. Ich gucke mir die Story an, die Elemente. Diese Point-and-Click-Adventures, wie lang wird das so sein? Ja, was die Spiellänge angeht, hängt ein bisschen davon ab, wie du spielst. Also wenn du Sachen gerne abschließt und zu Ende bringst, ist so zwischen 8 bis 16 Stunden von der reinen Geschichte her. Mit verschiedenen Taktiken kann man das ja entsprechend lang spielen. Je nachdem, es gibt so ein paar Wege, wo man quasi abzweigen kann im Spiel und da entsprechende Entscheidungen trifft, die sich auswirken. Und man kann natürlich die Spieltaktiken entsprechend seinem eigenen Gusto anpassen. Wenn du also jemand bist, der gerne alles Mögliche macht, was zu tun gibt, dann sind das eher so 16 Stunden Gameplay insgesamt. Wir haben auch gerade gesehen, dass es auf Steam sein wird oder da schon ein bisschen was ist. Wir haben ein Steam Deck hier. Ist das eine Empfehlung von euch, dass man das spielen kann, wenn man fliegt oder im Zug ist? Naja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass man doch ein bisschen Ruhe braucht, sich konzentrieren muss auf das Spiel und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn man wirklich das spielen will, dass man irgendwo spielen kann, wo man auch Ruhe hat, sich konzentrieren kann. Es gibt knifflige Puzzle zu lösen und da muss man sich sehr stark konzentrieren, damit man auch im Spiel Erfolg hat. Okay, alles klar. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe richtig Bock, das zu spielen, aber wir haben es ja nicht hier, deswegen reden wir einfach noch ein bisschen weiter.
Die Point-and-Click-Adventures haben ja viele Elemente und die werden ganz oft zugeschnitten für dieses Genre. Eine Sache ist mir bei dem Announcement aufgefallen. Wir haben ja den Artstyle an sich. Was kannst du mir aber auch zu dem Spiel insgesamt sagen, Design und Musik? Ja, der Soundtrack des Spiels ist auch so ein bisschen film-noir-mäßig, so düster wie eben das gesamte Setting und gerade auch die Optik sieht so ein bisschen Comic oder sieht sehr stark comic-mäßig aus, wie das Graphic Novels, hat auch so ein bisschen was von einem Ölgemälde bei Zeiten. Das ist also sehr, sehr einzigartig und sehr ganz bestimmte Art von Düsternis, die wir da drin haben. Und einer der magischsten Momente im Spiel für mich ist sicherlich der, wenn man merkt, dass es zwar aussieht wie 2D, aber wenn sich die Kamera bewegt, dass es tatsächlich 3D ist. Und das ist wirklich so ein erhellender Moment, wo man denkt, oh wow, das ist ja 3D hier, obwohl es gar nicht so aussieht. Was ist eure Empfehlung? Wer sollte das spielen? Ist das auch was für Leute, die keine Ahnung haben von Click and Point and Click? Sagen wir mal, wenn jetzt Newbies dabei sind an der Gamescom und sagen, hey, klasse, wie komme ich da rein? Wie kann ich das Spiel spielen? Oder ist das mehr was für Hardcore Point and Click Fans? Naja, weil wir ja auch andere Spielmechaniken aus anderen Genres in dieses Spiel mit eingebunden haben, ist es schon zugänglich auch für andere, die nicht nur Point-and-Click-Spezialisten sind. Also das heißt gerade irgendwie RPG zum Beispiel findet sich auch im Spiel wieder, dann eben wie gesagt das Rundenbasierte, es hat natürlich auch ein sehr dynamisches Kampfsystem, rundenbasiert, und ich glaube, das könnte schon andere auch interessieren für das Spiel, die jetzt nicht nur reine Point-and-Click-Fans sind und diese ganzen Adventure eben nur gerne spielen. Was war deine zweite Wahl? Also ich meine, wir haben jetzt über Point-and-Click gesprochen, die anderen Elemente, aber was war das zweite gerankte Genre, als ihr das Spiel designt habt? Weil mir scheint es irgendwie, ihr habt euch voll und ganz für Point and Click entschieden. Ja, das war auch beabsichtigt. Also es ist wirklich sehr storybasiert und wir wollten jetzt nicht nur ein weiteres Point and Click Adventure auflegen, sondern dadurch, dass viele von uns Fans sind von diesen JRPG-Games sind und in diesem rundenbasierten Kampfstil, war das für uns wichtig, dass es eben... Es gab keinen Plan B, da hast du recht, sondern das war von Anfang an klar, dass wir diese Elemente mit reinbringen möchten und miteinander vermischen wollen. Und die Herausforderung war natürlich, das Ganze nahtlos ineinander einzubinden, sodass es eben nicht sozusagen abgehackt wirkt zwischen den verschiedenen Genre-Elementen. Und ich glaube, da gibt es ein paar doch sehr starke Bänder, die das Ganze halten. Und gibt es irgendwas, das nur möglich war, aufgrund dessen, wie ihr das Spiel gemacht habt, so einzigartig für euch? Naja, es wird alles quasi zusammengehalten von verschiedenen Systemen. Also zum Beispiel, wie die Figuren aussehen. Das heißt, man sieht vielleicht bestimmte Dinge, wenn man etwas dort entdeckt, zum Beispiel was Hogan Industries in diesem Spiel macht, im Hintergrund, das für deine Figur zum Beispiel stressig ist und dann vielleicht einfach so deine Ruhe verlierst. Und wie sich das dann auswirkt auf dein Verhalten, das ist natürlich gerade bei Gavin der Fall, denn er ist ja eben kein Berufskrimineller und von daher ist er viel nervöser, und wenn der dann so Sachen sieht, die ihn verstören, dann wirkt sich das auch auf die Spielmechanik aus, dass er zum Beispiel Fehler macht in seinem Handeln, weil er halt auch dazu tendiert, dann Dinge zu sehen, die vielleicht gar nicht da sind. Er halluziniert sozusagen, und das gerade im Kampfmodus, das ist natürlich ein bisschen knifflig für ihn, und das merkt man auch im restlichen Spiel. Die Kombination dieser Dinge klingt einfach perfekt für alle, die diese unterschiedlichen Genres gleichzeitig genießen wollen. Unsere Zeit ist leider schon um. Es tut mir echt leid. Dankeschön, dass du da warst. Es war mir echt eine Freude, dass du hier bei uns im Studio warst. Ein Point-and-Click-Adventure, das alle möglichen verschiedenen Genres miteinander verbindet. Ihr solltet euch auf jeden Fall anschauen. Es kommt am 13.09.2022 raus. Ihr bleibt aber bitte auch auf jeden Fall auch weiterhin dran, denn ich mache mich jetzt sofort auf zum nächsten Spiel, The Last Orcrew, zum fantastisch aussehenden Tobias Stolz-Zwilling, der da schon auf mich wartet. Und wir werden uns das Spiel zusammen anschauen, mal sehen, was er mir erzählt. Bleibt dran. Und wie versprochen sind wir jetzt bei Sexy Tobias Stolz-Zwilling, und der hat uns ein noch viel besseres Spiel mitgebracht. Sieht besser aus als du, muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Ja, doch. Was?
ey, ich habe die ganze Zeit schon auf dich gewartet, Mann. Wir haben doch hier Termine. Ja, so ist das manchmal bei Gamescom. Aber jetzt sind wir endlich hier, um uns The Last Oricru anzuschauen. Genau, genau. Gold Knights, Debüttitel. Sehr genau. Erstes Spiel überhaupt für das Studio. Genau. Größte Herausforderung war? Oh, das ist eine gute Frage. Also, das Spiel ist ja eine Art Souls-Light. Das heißt, die sind große Inspirationen in Dark Souls-Titeln und so weiter, Gothic und so weiter. Genau, aber, richtig für mich. Genau. Und für mich, aber der größte Herausforderung war wahrscheinlich, die Inspiration daraus zu nehmen, das zu kondensieren und deinen eigenen Spice dazu zu geben. Das heißt, wenn man das zum ersten Mal spielt, erinnert das so ein bisschen an Souls-like, aber ich sag ab und zu, das ist so ein Souls-like-Spiel für Leute, die keine Souls-like mögen, weil es geht mehr um die Story, es geht mehr darum, dass du durch deine Entscheidungen das Gameplay veränderst, die Welten ändern sich und so weiter und es soll halt ein bisschen einfacher zugänglicher sein und einfach die Replay-Value soll cool sein. Und wie du hier siehst, wir haben hier diese Couch-Koop-Situation, Wohnzimmer-Flair bei Play-On. Ja, und, aber hübsch. Aber hübsch, ne? Ja. Kann man mal machen. Und Koop ist eben das zweite große Ding. Das heißt, zusammenspielen, ja. Split-Screen, offline. Online geht auch, aber Koop. Aber Couch-Koop ist ja gerade jetzt, sag ich mal, nach den letzten 3 Jahren, glaube ich, das, was sich die Leute auch gewünscht haben. Absolut. Also ich habe 2008 Abi gemacht und ich habe damals immer vor der Schule, nach der Schule und während der Schule Baldur's Gate Dark Alliance gespielt. Und da war ein richtig geiler Offline-Koop. Das heißt, du bist 4 Jahre jünger als ich. What? Okay, naja. Auf jeden Fall, Split-Screen-Koop, richtig geile Sache und genau da wollen wir hin. Und das selbstverständlich kannst du es alleine spielen, im Singleplayer ist überhaupt gar kein Problem. Aber es gibt halt Waffen, Mechaniken, die dann nur im Koop funktionieren und dann einfach nur mehr Fun reinbringen sollen. Das Spiel wird nicht einfacher, das passt sich an, aber ist einfach witziger. Ja. Was ist denn die Langzeitstrategie für ein Spiel, was jetzt, sag ich mal, für Gold Knights ist das erste Spiel überhaupt? Mhm. Gibt es denn sozusagen einen Langzeitplan, gerade solche Spiele, gerade mit Koop und so weiter, die bieten ja sehr viel Raum für Erweiterungen. Selbstverständlich, aber du hast es schon gesagt, erster Titel, deswegen erstmal laufen lernen. Die Jungs und Mädels sind jetzt, ist nicht so, als würden sie es zum ersten Mal Spiele machen, aber das Studio, in dem Zusammenschluss ist das der erste Titel. Aber auf Langzeitsicht würden die gerne selbstverständlich das ausprobieren, das jetzt herausbringen. 13. Oktober geht's los und dann, je nachdem wie es läuft, vielleicht ein DLC, vielleicht am nächsten Projekt arbeiten, mal gucken, aber erstmal kleine Brötchen backen. Ah ja, aber das ist doch ambitioniert. Klingt sehr gut. Ich finde es sehr gut. 13.10., ihr habt es gehört, kommt raus, sucht euch einen Freund, eine Freundin, setzt euch vor den Fernseher, vor den PC, wo auch immer hin, aber spielt es auf jeden Fall zusammen. Ihr habt es gehört, bleibt dran, es geht gleich heiß weiter. Aber du hast mir versprochen, wenn ich hier vorbeikomme, dann hast du noch ein Geschenk für mich. Das ist verständlich. Wir sind ja nicht zum Spaß hier. Ja, ist ja Arbeit. Bewahren. Das ist für zu Hause dann, für wenn du wieder mal an mich denkst. Ja. Wir sind ja, wie gesagt, nicht so im Spaß hier. Also bitteschön. Ja. Genau für dich. So, dann und wir verabschieden uns. Ab ins Studio. Fans von Horrorspielen erleben gerade eine wunderbare Zeit. Gemeinsam mit ihren Freunden können sie auf Dämonenjagd in Evil Dead gehen, einen trashigen Teenie-Horrorfilm mit The Quarry durchleben und mit Martha is Dead oder Madison gab es noch ein paar kranke Indie-Perlen obendrauf. Und es reißt nicht ab. Ende des Jahres erwartet uns mit Callisto Protocol ein geistiger Verwandter zu Dead Space, bei dem es ziemlich glibbert und splattert. Schleimiges Alien-Gekröse gibt es auch bald bei Scorn. Ja, im Weltraum hört dich niemand schreien und so. Das wird auch beim Remake von System Shock der Fall sein, das irgendwann in den nächsten Monaten auf uns losgelassen wird. Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, aber Leute, das ist ein Spiel, das ihr euch vormerken solltet. Das Original von 1994 war nämlich ein ziemlich wichtiger Wegbereiter für vieles, was auch heute in Spielen normal vorkommt. Und es ist nebenher eines der furchteinflößendsten Spiele ever. Denn ihr tretet als einsamer Hacker gegen eine übermächtige künstliche Intelligenz namens Shodan an, die Kontrolle über eine klaustrophobische Raumstation übernommen hat. Aber holen wir erstmal alle ab und klären ein paar Basics. System Shock zählt zu den sogenannten Immersive Sims. Dieser etwas seltsame Begriff bezeichnet Spiele, die euch in eine fiktionale Welt voller Hindernisse und Gefahren setzt, bei der ihr die Freiheit habt, Probleme auf verschiedene Weisen zu lösen. Nehmen wir als Beispiel Dishonored von den Arkane Studios. Ob ihr Wachen direkt angreift, an ihnen vorbeischleicht oder einen völlig anderen Weg in ein Gebäude findet, bleibt euch überlassen. Das klingt erst einmal wie der durchschnittliche Open-World-Titel, war anno 1994 aber etwas Besonderes. Zu Immersive Sim gehört aber noch mehr. Ihr könnt stark mit der Umgebung interagieren und habt ein spürbares Gefühl für euren virtuellen Körper.
Jede eurer Entscheidungen hat Konsequenzen für den späteren Spielverlauf und zudem habt ihr wie in einem Rollenspiel großen Einfluss auf die Fähigkeiten eurer Spielfigur. Für jüngere Spielerinnen wirkt der Begriff des Immersive Sim nach dieser Beschreibung sicher noch etwas seltsam, also ja, haben wir Warren Spector gefragt, was er darüber denkt. Jupp, der Warren Spector, dem wir unsterbliche Klassiker wie Deus Ex oder Thief zu verdanken haben. Er hat das Genre der Immersive Sim maßgeblich mitgestaltet und war bei dem originalen System Shock leitender Entwickler. One of the things that I've been evangelizing about for decades now is that games can be more than just a way to pass some time. They can actually allow players to express their creativity, to experiment and see what happens if they try different things that frankly we probably wouldn't even want them trying in the real world. The whole idea behind immersive simulations is to allow players to tell their own stories. I mean, obviously immersive, we want them to feel like it's them in the world and pull them out of that world as little as possible. The other word, simulation, is important too. We don't want to script every behavior and force players to solve problems the way we want them to. We want them to interact with as deep a simulation as we can make so they can explore the world in which they're immersed and create their own unique experiences. That's what games can do that no other medium in the history of humankind has been able to do. So for me, it's like a moral obligation to do that. And System Shock was one of the first games that actually started to live up to the potential of that idea. An Spielen wie Prey, ebenfalls von Arkane, sieht man auch, dass je nach Szenario eine Prise Survival-Horror in der Immersive Sim drinsteckt. Alles in der Spielwelt kann euch schnell töten. Jeder Schritt will gut überlegt sein. Das wird am Demo-Gameplay des Beta-Builds von System Shock ziemlich deutlich. Hier müsst ihr genau überlegen, welche Fähigkeiten ihr verwendet, um einen Raum überstehen zu können. Shodan gibt sich alle Mühe, euch aufzuhalten. Sie hat sämtliche Mitarbeiterinnen der Raumstation in Monster verwandelt, setzt jeden technischen Sicherheitsmechanismus ein und stellt euch sogar Fallen. Ja, und Ressourcen sind auch ziemlich knapp. Auch wenn Resident Evil und Alone in the Dark den Begriff des Survival Horror vor allem durch ihre eher cinematische Inszenierung geprägt haben, werden sich Horrorfans auf dieser Raumstation ziemlich wohlfühlen. Oder unwohl, wie man sieht. Das geht auch für alle Spielerinnen, die gerne ihr Gehirn beim Spielen einsetzen. Für Warren ist überlegtes Vorgehen ein absolutes Schlüsselelement von Immersive Sims. In fact, I think that's one of the challenges for people when they play a game like System Shock or Deus Ex. You do have to think. It's not move forward like a shark and eventually you will win. It's not like just solving a puzzle the way the designer wanted you to solve it. It's about you being confronted with a challenge. At my studios, you're not allowed to say the word puzzle. We create problems and challenges. Puzzle implies that there's one solution, and the joy of puzzle games is you get to outsmart. You get to feel good because you outsmarted the designer. In immersive sims, and in the games that I've worked on, it's about you seeing a problem that we've created, stopping, assessing the situation, making a plan, and then go, 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 execute. I mean, and it goes on and on. That's the loop. Ah, so langsam ergibt der Begriff Immersive Sim Sinn, oder? Ihr müsst euch richtig in die Situation reindenken, um zu überleben. Items und Fähigkeiten wollen sorgsam verwaltet werden. Schaut euch nur dieses monströse Item-Menü an. Einige Bereiche der Raumstation sind radioaktiv verseucht, also könnt ihr nicht einfach locker flockig durch die Gänge tingeln. Und wenn die richtig dumme Entscheidung fällt, zerstört Shodan sogar mit einem Superlaser die Erde. Ups. Das Erlebnis und das Game Design voller Freiheiten hatte System Shock schon 1994 gehabt. Nur die Grafik ist selbstverständlich längst überholt. Diese pixeligen Gänge mit rudimentären 3D-Räumen sind selbst mit viel Nostalgie nicht mehr schön anzusehen. Hier macht ein Update also absolut Sinn. Deutlich mehr als bei jüngeren Spielen wie The Last of Us zum Beispiel, bei dessen Remake wir uns ein wenig am Kopf kratzen, ehrlich gesagt. Naja, verantwortlich für das System Shock Remake sind die Remaster-Spezialexperten von Night Dive Studios. Die haben auch schon die Überarbeitung von Shadow Man, Turok oder Exhumed vorgenommen. Das Tolle an Night Dive,
Sie verpassen den Klassikern sinnvolle Modernisierung an heutige Gewohnheiten und Gepflogenheiten, ohne aber den Charme und die Seele des Originals zu verfälschen. Das trifft auch, soweit wir das bisher beurteilen können, auf System Shock zu. Trotz komplett neuem Technikgerüst kommt die originale, beengte Stimmung der Raumstation so rüber wie damals. Darüber hinaus wurde aber auch noch etwas anderes komplett überarbeitet, die Steuerung und das Interface. Darüber ist auch Warren ziemlich froh, weil er und sein Team damals eine viel zu komplizierte Steuerung entworfen haben. It's great to see System Shock coming back, and upgraded sound and graphics are obviously important. The UI is important. I mean, when we made System Shock, I don't know what we were thinking. You know, using every key on the keyboard was perceived as a good thing. And, you know, allowing you to lean and look around corners and all that stuff was great, and no one had done it up to that point. But I remember I took System Shock to Gen Con, you know, which is a big gaming convention in the United States. And I took another game that was superficially similar, a first-person perspective, futuristic, kind of, sort of cyberpunky. You could play this other game with a joystick, okay? It was that simple. The UI was that simple. And what I saw was grown gamers playing System Shock, and within 30 seconds getting themselves crouched and leaning in a corner, unable to figure out how to move. Improved UI is a big, big deal. Ah, das klingt gut und macht System Shock dann auch fit für Konsolen. Und somit auch für ein völlig neues Publikum, die dann zum ersten Mal Bekanntschaft mit Shodan machen werden. Auch mit dieser Antagonistin war System Shock seinerzeit voraus und hatte das Motiv einer bösartigen künstlichen Intelligenz aus dem Cyberpunk-Genre übernommen. Für sie sind Menschen nichts weiter als organisches Material, das sie zu ihren Zwecken neu verformen kann. Da auch die eigene Spielfigur stark auf technische Verbesserungen angewiesen ist, kommt hier eine der Urfragen des Cyberpunks zum Tragen. Ab welchem Punkt verliert ein Mensch durch Technologie seine Seele? Für Warren ist diese Frage heute aktueller denn je, vor allem, weil er sie ein paar Jahre später auch in Deus Ex weiter erforscht hat. The message behind System Shock is certainly more relevant now than it ever was. I think, yeah, you know, the game really was a little bit of a predictor of what was to come. And it not only in terms of the real world, but also in terms of fiction in a variety of media. You know, System Shock was an early cyberpunk game, I guess you could say. You know, the hacker who is kind of morally compromised and that he's a part of creating the problem that he then has to solve. So that moral compromise is a part of the cyberpunk ethos. But yeah, I think we kind of predicted a lot of things that have happened. And one of the things that freaks me out after, you know, 22 years after we shipped, it's become more and more relevant. I mean, even down to the opening impetus for the story is the Gray Death, a virus that is manufactured that takes out a large part of the population. And I mean, it's the World Trade Center not being there anymore. The dangers and potential of AI is a very important part of the story in Deus Ex. So I think the cyberpunk genre has always been, at least in part, about predicting a future. You know, I'm sure, you know, anybody who looks at it would say, oh, you got this wrong and this wrong and this wrong. But well, in that genre got a lot of things right, too. And we did it in the context of the immersive sim, which is really powerful in that it gets people thinking not just about optimizing their game experience, but it gets the immersive sim. One of the real powerful things about it is it lets players think, how do I feel about it as a human being? How do I feel about this challenge, this problem, this narrative element? Ah, klar. Nach etlichen Cyberpunk-Spielen und Filmen, die ein ähnliches Thema aufgreifen, wirkt die Story von System Shock jetzt nicht mehr so frisch. Man denke zum Beispiel an Observer vom Bloober Team. Wir freuen uns aber trotzdem auf das Remake, denn die Atmosphäre des Originals ist bis heute einzigartig. Und Warren wirkte im Interview ganz zufrieden mit der Arbeit von Nighthive Studios. Wenn eine solche Designlegende wie er mit einem breiten Grinsen über einen so wichtigen Meilenstein in der eigenen Karriere spricht, dürfen wir uns von seinem Optimismus
ruhig etwas anstecken lassen. Wir sind hier in Halle 10 in der Retro-Area und es ist wirklich jedes Mal schön zu sehen, dass es wirklich unfassbar voll hier ist und dass Leute, egal in welchem Alter, sich die Sachen nochmal angucken, die halt vor sonst wie vielen Jahren rausgekommen sind. Von Atari, Pac-Man bis zu alten Konsolen, Gameboys, ist hier alles dabei und man kann sich durchaus einmal durchspielen durch die alten Zeiten und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Wir haben jetzt den René gefunden, der hier tatsächlich so ein bisschen die Fäden zieht in der Retro-Gaming-Area. Wurde mir zumindest so übermittelt. Stimmt das, René? Das ist richtig. Also ich versuche, die ganze Community hier nach Köln zu bringen, dass wir einen tollen, sehr übersichtlichen, sehr breiten Stand haben. Cool. Du arbeitest für das Haus der Spiele. Ist das richtig? Haus der Computerspiele ist ein Wandermuseum, was halt auf verschiedenen Messen und Festivals ist, aber auch mit Museen zusammenarbeitet. Und es geht immer um die Geschichte und Kultur des Computerspiels greifbar zu machen. Also seit 50 Jahren gibt es Videospiele und die haben ja damals auch schon Spaß gemacht. Also nicht nur, also die Industrie ist halt deswegen so groß geworden, weil Spiele schon in den 70er, 80er und 90er Jahren auch Spaß gemacht haben. Und diese alten Spiele, die machen heute noch immer Spaß und das ist sozusagen der Trick dabei. Ich finde es auch immer schön zu sehen, dass trotzdem immer noch Leute sich das gerne angucken. Warum ist es weiterhin auch wichtig, dass auch Retro-Spiele und nicht nur neue Veröffentlichungen einen Platz auf der Gamescom haben? Na, ich bin so jemand, ich liebe auch Filme, das ist ein schönes Beispiel. Man kann Filme, die neuesten Blockbuster im Kino schauen, man kann sich irgendwelche unbekannteren Arthouse-Filme schauen, auf Arte oder so, oder aus der Mediathek laden und man kann die Stummfilmklassiker wie Metropolis schauen. Also man muss sich, finde ich, überhaupt nicht einschränken. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, nur die allerneuesten Blockbuster zu spielen, sondern man kann auch Indie-Spiele spielen, Retro-Spiele. Die Spielewelt ist so breit und niemand sagt, ja, du darfst nur dies und das spielen. Und damals wurden eben halt so viele tolle Spielideen entwickelt und die Spiele, die waren dann eben halt noch so ein bisschen einfacher teilweise. Da hat man nicht hunderte von Stunden spielen müssen. Es gibt so der kleine Snack für zwischendurch. Ne? Und da ist eben halt so ein Spiel wie Pac-Man oder wie Tetris eben halt so genau das Richtige. Und ich sag halt immer wieder, man muss sich nicht einschränken. Ne? Man kann alte Spiele spielen, genauso gern wie neue. Und man muss sich nicht festlegen. Das sehe ich ähnlich tatsächlich. Du sagtest, dass ihr eine Art Museum auch seid für Spiele, was ja wichtig ist, weil gerade diese ganzen Konservierungsdebatten zurzeit in Videospielen ja auch ein Thema sind. Viele haben das schon angemerkt, dass es ein Problem ist, dass man nicht mehr an Hardcopies von Videospielen rankommt oder wenn irgendwas aus einem PlayStation oder Xbox oder aus irgendeinem Online-Store rausgenommen wird, dass es dann schwierig ist. Siehst du das auch als Problem an? Videospiele ist das erste rein digitale Medium, was man auch komplett konservieren kann. Man kann zum Beispiel sämtliche Commodore 64-Spiele, die je entwickelt worden sind, auf einer CD-ROM aufbewahren. Also das ist erstmal gut. Ein großes Problem ist so ein bisschen sind die Geräte, also die Hardware. Und da findet die Community auch Möglichkeiten. Ne? Man kann also viele Kondensatoren ersetzen, man kann Geräte ersetzen. Ich fing zum Beispiel an, das ist sehr einfach mit Vitrinenausstellung. Es ist unglaublich einfach, ein altes Super Nintendo in eine Vitrine zu stellen. Es ist tot, aber die Leute, die wollen natürlich spielen. Und das war auch für mich ein Lernprozess. Das heißt, wenn du 20 Spielstationen aufbaust, brauchst du auch 20 Röhrenfernseher. Du brauchst Spiele, die Spaß machen. Du brauchst ein gutes, scharfes Bild. Und diese Geräte, in der Tat, wenn die so 40 Jahre alt sind, dann brauchen die mal eine Liebeskur. Und ich finde, man muss also jetzt eigentlich schon, es gibt auch viele Leute, die haben schon damit begonnen. Ne? Man muss Dinge einscannen, man muss die Videospiele bewahren und eben halt auch die Geräte versuchen zu erhalten oder auch neue Systeme zu schaffen, auf denen diese alten Geräte laufen können. Emulation, Simulation. Und da haben wir noch gar nicht angefangen mit der ganzen Lizenzfrage, du. Das ist auf jeden Fall wirklich wichtig und René, wir sind alle, glaube ich, sehr froh, dass ihr euch dafür einsetzt. Deswegen kommt auf jeden Fall vorbei im Retro-Booth in der Halle 10 auf der Gamescom 2022. Danke. Wir haben jetzt den Chris gefunden und zwar von retrospiel.com. Was ist es genau, was ihr tut bei euch? Wir zeigen hier neue Spiele für alte Systeme. Es sind neue Entwicklungen, die gemacht werden für die alten Konsolen. Wir haben NES, Mega Drive, Dreamcast. Und da gibt es Hobbyentwickler, kleinere Firmen, Indie-Entwickler, die Spiele herstellen für die Systeme. Entwickeln für die Systeme. Wir zeigen hier fertige Sachen, die gerade zum Verkauf sind, aber auch Sachen, die noch nicht im Verkauf sind, die noch in Entwicklung sich befinden. Okay, cool. Hast du ein Beispiel? Also es sind sozusagen, ihr arbeitet ja mit Entwicklern von heute zusammen und die Spiele gibt es dann aber auch trotzdem auf den anderen Konsolen oder exklusiv auf den alten?
Also viele Spiele erscheinen über Steam, ganz normal als Download, aber eben auch als physikalische Module oder CDs für die alten Konsolen, als physikalisches Produkt, die auf den Originalkonsolen von damals laufen tatsächlich. Okay, das ist ja super cool. Dann wisst ihr Bescheid, in Halle 10 könnt ihr also neue Spiele auf ganz alten Konsolen spielen. Vielen Dank, danke. Danke auch, Chris. Hallo und herzlich willkommen zurück hier aus dem Gamescom Studio. Ich habe jetzt die besondere Aufgabe, hier ein mir sehr wichtiges Projekt durchzuführen. Und zwar haben wir uns gedacht, wir laden uns einfach mal ein paar richtig coole Frauen aus der Branche ein und sprechen mal darüber, wie das eigentlich so ist, als Frau in der Games-Branche zu arbeiten. Und wir fangen an mit zwei ganz wundervollen Ladies, die ihr hier schon zu meiner Rechten sehen könnt. Natürlich Maxi Gref von Xbox ist am Start. Schön, dass du da bist. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Und die wunderbare Jasmin, auch bekannt als Gnu. Du bist, glaube ich, die erfolgreichste deutsche Gamer-Content-Creatorin. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ihr hier seid. Zuallererst einfach mal, wie geht's euch denn überhaupt? Ja, wir waren halt alle auf der Industrie-Party. Ja, und deswegen sind heute die Augen besonders klein, aber sonst sehr gut. Ja, nee, weil man sich ja auch zum ersten Mal wieder so getroffen hat nach den ganzen Jahren. Deswegen ist man ein bisschen länger da geblieben als, glaube ich, in den vergangenen Jahren. Ja, und als es vor allem auch vernünftig gewesen wäre. Das ist immer das große Problem bei diesen Veranstaltungen. Ich fühle euch sehr, ich war auch länger, als ich sollte da. Und habe es trotzdem geschafft, dass wir heute hier sitzen. Ich bin stolz auf uns, dass wir das für wichtige Themen haben. Sind wir da. Ja. Ja, genau. Für die wichtigen Themen sind wir da, ganz genau. Dann, ich finde diese Kombination sehr schön. Ich habe mir das für euch ausgedacht, weil du, Maxi, du bist ja eigentlich ein Branchenurgestein, kann man ja fast schon sagen. Wann hast du genau angefangen hier in der Games-Branche? So 2005, glaube ich. Wow. Genau, okay. Ja. Mega. Das ist sehr lange her. Das ist richtig krass. Das Einzige, was ich sagen kann, ich bin immer noch jünger als der Microsoft Flight Simulator. Ja. Süß. Ich fühle mich noch so richtig jung. Nein, aber ja, eine ganz schön lange Zeit. 7 Jahre lang ja bei GameStar GamePro und dann eben 7 Jahre lang bei Microsoft jetzt zusammen auch noch und leite jetzt dort das Marketing, genau. Ja, genau. Schön. Und du bist ein relativ frisches Gesicht, wurdest aber relativ schnell erfolgreich. Wie war das für dich? Ja, erstmal surreal. Ich habe im 2015 angefangen. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile, deswegen das freut mich, falls du da bist. Und bei mir ging es dann so nach 3,5 Jahren los. Und da habe ich auf einmal gemerkt, oh, jetzt wird es ernst. Da habe ich aber noch in meinem alten Job gearbeitet, bin dann erstmal auf Halbzeit runter für ein Jahr. Und dann habe ich gemerkt, es ist immer ernst. Und dann habe ich mich getraut. Es war sehr überwältigend. Hat auf einmal gemerkt, okay, es hat auf einmal schon mehr Gewichtung, was man sagt, weil die Audienz auch größer wird, mehr Verantwortung. Ja. Aber schön und vor allem hier sitzen zu können, ist einfach cool. Ja, ja, wenn man so zurückdenkt an sein jüngeres Ich, hey, irgendwann niemals hätte ich es gedacht. Niemals. Nee, auch, ich hätte auch niemals gedacht, dass ich in der Games-Branche lande. Das war halt vor allem auch überhaupt nicht mein Plan. Ja. Ich bin da auch eher so reingerutscht. Ich habe eigentlich Film und Animation studiert und wollte hinter die Kamera. Ja. Auf einmal sitze ich hier. Ja. So, hä? Ja. Total anderer Plan. War das bei euch auch so? Wolltet ihr was ganz anderes machen eigentlich? Ich wollte eigentlich immer für dieses Halo-Studio 343 arbeiten oder damals auf Bungie. Fast geschafft. Ich muss es nur noch jetzt von Xbox zu 343. Ja, stimmt. Das ist eigentlich der Next Step, oder? Ja, genau. Wie witzig. Ja, bei mir war es eigentlich schon immer schon so, dass ich in den Gaming-Bereich wollte, aber eigentlich ursprünglich, ich weiß nicht, ob in der 2. Klasse damals, als es darum ging, unseren Wunschjob oder Traumberuf anzugeben, war es bei mir Gaming-Moderatorin. Und dann tatsächlich auch studiert, neue Medien, wie man Games animiert, programmiert und modelliert und wollte eigentlich eher in den Bereich gehen im Gaming und dann hat es aber eher dazu geführt, dass ich jetzt die Games spiele, statt sie zu programmieren, aber ist auch cool. Also es war schon immer eigentlich so dieser Weg geebnet und alles, was ich gemacht habe, auch die Grafikdesign-Ausbildung hat eigentlich mich unterstützt im YouTube-Dasein, weil man das ja alles auch können muss, man muss ja Videos schneiden können, Bilder bearbeiten und so weiter. Ja. Also bei mir war es eigentlich schon klar. Fast wäre es Medizin geworden, aber zum Glück. Hey, ja, zum Glück. Du rettest. Die haben wir vielleicht eine gute Ärztin Menschen, verloren. Mit der seelischen Gesundheit. Anders. Nicht so viel Verantwortung. Aber das finde ich super spannend, denn
ich meine, also ich bin jetzt auch schon 12 Jahre dabei, und als wir beide angefangen haben, da war es wahrscheinlich definitiv schwerer. Also da gab es auf jeden Fall noch nicht Studiengänge hier, was mit Medien schon, aber Gaming speziell war eigentlich überhaupt gar kein Thema. In so eine Redaktion zu kommen überhaupt, sich da mal zu bewerben, unwahrscheinlich. Es gibt ja auch keine sogenannte Frauenquote, dass die jetzt gucken und sagen, oh, wir müssen jetzt aber auch eine Frau uns, also gab es meines Wissens nach nie. Das finde ich total spannend. Wie hast du das am Anfang erlebt? War das für dich ein Struggle oder was musstest du tun, damit du reinkommst quasi in die Branche? Also man denkt ja nicht so, das ist ein Struggle, oder man ist ja nicht damals, also ich habe gemerkt, als ich im Journalismus angefangen habe, du hast ja Spiele getestet, du warst halt immer die einzige Frau, die dort war. Das ist halt schon aufgefallen, aber ich habe mir gedacht, ja gut, das ist halt normal. So. Ja. Und wenn da mal irgendwo eine andere Frau war, bin ich jetzt nicht dahin gerannt, eine andere Frau? Wow! Das gibt sie noch? Ich dachte, ich bin schlecht. Nein. Und es hat ja, also die Zeit war super, es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, erst wenn du jetzt reflektierst und zurückdenkst, manche Momente auch wieder erlebst, dann denkst du, okay, das hast du damals irgendwie noch nicht so mitbekommen und nicht so ganz so gesehen. Ja. Mhm. Ja. Und bei dir ist es ja ein bisschen anders. Du hast ja vor kurzem auch mit der Journalistin Lisa Ludwig ein Buch geschrieben, das da heißt, du schaffst das nicht. Kannst du ein bisschen erklären, worum es in deinem Buch geht und warum du das geschrieben hast? Ja, also ursprünglich wollte ich nie ein Buch schreiben. Es kam halt dann doch dazu, dass man mich dann angefragt hat und ich halt auch bereit war, über Dinge in meinem Leben zu sprechen, die zum Glück der Vergangenheit angehören, wo ich gesagt habe, die teile ich jetzt, weil ich möchte aus den Negativen etwas Positives schaffen, und zwar das Buch, in der Hoffnung, dass man damit auch anderen hilft, diese Fehler nicht zu begehen. Ja, und dieser Satz, du schaffst es nicht, der kam halt immer wieder in meinem Leben vor. Also ich habe ja angefangen mit der Hauptschule, habe eine Rechtschreibschwäche, und mein Lehrer wusste, dass ich immer studieren möchte. Ja. Er hat gemeint, das schaffst du nicht. So. Oder sei es irgendwie in der Wirtschaftsschule, ja, du bist ja zu beschränkt, schaffst du nicht. Oder YouTube schaffst du nicht, ohne irgendwie gepusht zu werden oder sonst. Es war immer wieder dieser Satz, den ich halt gehört habe. Deswegen dachte ich mir, das passt eigentlich auch ganz gut zum Buch, weil auch wenn man etwas nicht schafft, nimmst du daraus Erfahrungen mit und es öffnet sich eine andere Tür. Also ich wollte immer Games programmieren, ich war nicht die Beste, aber es hat sich eine viel coolere Tür geöffnet. Ja. Und deswegen, auch wenn man etwas nicht kann und nicht vielleicht talentiert genug ist, gut, ich würde es nie singen, ich kann nicht singen, sollte man es trotzdem probieren, weil ich bin immer jemand, ich probiere lieber Sachen aus, als am Ende zu sagen, oh, hätte ich doch nur mal. Und hast du auch das Problem gehabt, dass so habe ich das irgendwie empfunden, auf meinem langen Weg bisher, dass es schon so den Eindruck gab, die nehmen mich eigentlich gar nicht richtig ernst. Es war am Anfang so, als bei mir der Wachstum kam, da, seitdem ist mein Management eigentlich auch immer bei Interviews dabei, weil es da halt wirklich teilweise, also das nervt mich immer noch, wenn ich dran denke, das wurde da teilweise wirklich so gedreht, dass bei mir Interviewausschnitte, in denen wir ein Spiel gespielt haben, bei dem ich nur Ja und Nein beantworten durfte, dieser Teil des Interviews verwendet wurde, davor aber von anderen Kollegen ein Interview kam, das normal war, und deswegen dachten Leute, ich bin halt, du checkst es nicht. Ja, genau, so dieses Dummerchen, oder es wurden zum Beispiel auch Bilder von mir verwendet, die ich auf Instagram gepostet habe, die mich nicht so zeigen, wie ich im Gaming bin, sondern mit Ausschnitt. Ja. So, und so wurde ich präsentiert auf der Gamescom, wo ich auch gesagt habe, Leute, ich wollte halt gerade so dieses typische Gamer-Girl, was ja auch okay ist, kann ja machen, was ich will, das bin ja nicht ich. Ich sitze meistens in den Streams mit einem normalen Shirt und weiter. Und das war am Anfang schon schwer, sich da durchzusetzen. Das hat schon genervt, mittlerweile nicht mehr, aber der Anfang war schon echt nervig und schon dumme Sprüche halt immer, auch in der Branche, jetzt nicht nur von Community, sondern auch wirklich Leute, die was zu sagen haben, die dir, kennst ja, die dir so dumme Sprüche drücken und ach, zeig doch mal ein bisschen mehr Möpse, dann läuft's besser und so ein bisschen. Ja, das habe ich auch alles durch, leider. Kannst du dich noch an eine Situation erinnern, Maxi, wo du gesagt hast, so, ey, was geht hier eigentlich ab gerade? Also gerade, weil wir von den Anfängen geredet haben, wo, ne, so Entwickler und Entwicklerinnen-Interviews, also, wo es nur Entwickler, es waren wirklich nur Männer damals, die dann auch die Fachbegriffe immer sehr ausführlich erklärt haben, wenn sie auch zu dir geantwortet haben, oder ich habe dann ein Spiel gespielt, soll ich für dich spielen beim Testen, und das sind so die Anfänge auf jeden Fall ein bisschen stark, das hast du jetzt heute nicht mehr so. Was jetzt so ein bisschen mitschwimmt oder lange mitgeschwommen sind diese Low-Key
sage ich mal, Diskriminierungen. Ja, das können bestimmte Witze sein, so, bei denen du dann daneben stehst und so ein bisschen mitlächelst, weil du jetzt keinen Bock hast, da irgendwie Fass aufzumachen. Ja. Also das gibt es auch noch super, super häufig, weil es wird auch anstrengend. Wenn ich bei jedem Witz, der irgendwie sowas enthält, meinen Mund aufmachen müsste, dann hätte ich ein anstrengendes Leben, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Ja, 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 voll. Ja. Das stimmt allerdings. Wie ist es bei dir? Wie empfindest du es jetzt? Wirst du mit mehr Respekt behandelt? Und vor allem, wie siehst du andere Frauen in der Branche? Ja, jetzt auf jeden Fall, würde ich sagen, definitiv. Und ich finde es auch schön zu sehen, dass es jetzt nicht mehr irgendwie selten ist, dass man sagt, es gibt Frauen im Gaming, es gibt unfassbar viele. Ich finde es super toll, immer mehr spielen. Es ist nicht mehr so wie früher vor, keine Ahnung, 8 Jahren, wo du gesagt hast, ich zock, und dann sagt eine in der Klasse, ich auch, und du so, sondern es ist so normal, und das finde ich sehr schön. Und ich muss auch sagen, auch von der männlichen Seite wird man so toll supported. Ich bin auch immer ein absoluter Gegner davon, zu sagen, die Männer. Ich sage immer, es gibt eine Kategorie für mich, das gilt für Frauen und für Männer, die sich einfach blöd behandeln. Das sind einfach die Idioten. Und ich habe so viel Support auch von den Männern, wenn es um irgendwie Beleidigung, Sexismus geht, dass mich das immer wieder happy macht, die einen unterstützen. Mhm. Und es ist echt schön. Es ist cool. Eine coole Entwicklung. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Ich würde gerne noch von euch wissen, bevor wir uns leider schon verabschieden müssen, was würdet ihr jungen Mädchen heute mitgeben, die sagen, ey, ich will in die Games-Branche, ich finde das total spannend, oder ich will jetzt auf Twitch anfangen und ich weiß, ja, das macht jeder irgendwie, aber was kann ich da tun? Habt ihr wertvolle Tipps für diese jungen Mädels? Ich finde, einen guten Tipp ist, sich einfach auch zu bewerben auf Stellen, bei denen man denkt, man würde nicht genügend Talent mitbringen, weil so Bewerbungen, Ausschreiben können sehr angsteinflößend sein. Da sind 1000 Bullet Points mit Listen, was du mitbringen musst, welche Erfahrungen du haben musst. Ich kann nur sagen, auf solche Stellen bewerben sich auch viele, die das nicht mitbringen. Und du merkst, dass sich dann oft auch Männer bewerben und die sagen, ich versuch's jetzt einfach mal. Und viele Frauen haben so auch so ein bisschen das, ich muss 100% von dieser Stelle erfüllen, ansonsten bewerbe ich mich nicht, weil man sich denkt, ne, so. Und da würde ich einfach sagen, probier's trotzdem, du weißt nie, was klappt. Und das Wichtigste ist deine Einstellung, den Rest kannst du auch lernen. Das wirst du auch bei Bewerbungsgesprächen merken. Das wäre so mein Grundtipp. Das ist schön gesagt. Ich würde dann mal auf die Online-Sachen eingehen, weil du gerade gesagt hast, junge Mädchen, ich würde immer empfehlen, Ausbildung fertig machen nach der Ausbildung oder Schule fertig machen. Nach der Schule auf jeden Fall eine Ausbildung oder Studium. Was ihr macht, macht es. Und nicht zu jung. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass ich mit 25 angefangen habe, weil es passieren auch Dinge, über die wir online nicht so sprechen wollen, weil wir die Community auch nicht draufbringen möchten. Ich werde es hier mal ansprechen. Es gibt unfassbar viele entfremdete Bilder von mir auf Pornoseiten, Deepfakes, von uns allen. Ja. Unfassbar viel versauter Kram. Leute stalken dich, hacken deine Adressen. Und das sind alles Dinge, die wir nicht nach außen kommunizieren dürfen, weil die ja halt dann gerade bei der Polizei liegen und sonstiges. Heißt, Internet kann ganz schön krass sein. Deswegen ich immer sagen würde, lasst euch Zeit, wachst erstmal ran und man darf nicht immer nur das sehen, was man sieht. Da steckt so viel mehr dahinter. Und die Branche kann schon auch teilweise, wie in jeder anderen Branche, ja sehr unschön sein. Und deswegen lasst euch Zeit. Ja. Werdet erwachsen, reife dran und dann, dann kommet. Ich habe zwar immer noch nicht das Gefühl, dass ich wirklich erwachsen bin. Aber ich glaube, ich bin jetzt so im Standard, wo ich sage, ich bin nicht mehr zu naiv. Dass man sich halt zutraut, einfach verkraften kann auch. Ne? Ja, ich finde es ganz stark, dass du das offen ausgesprochen hast hier. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, gerne. Ich kann auch nur sagen, ich finde es auch wichtig, dass man vor allem sich selber treu bleibt. Ja. Also, dass man nicht versucht, irgendeinem Ideal hinterher zu hängen, sondern dass man einfach versucht, man selbst zu sein. Das ist, glaube ich, auch absolut ein Tipp, den ich an dieser Stelle geben würde. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beide hier heute bei uns im Studio wart. Vielen Dank dafür. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und wir machen eine kurze Pause und sind dann mit neuer Besetzung hier wieder am Start. Bis gleich. From the creators of Plant Turismo, Leaf of Legends and Pinecraft. Released in 2020, Expansion Pack 2021, launch soon. Gamescom Forest, not a game, but a game-changing project. Thousands of trees were donated by the best community in the world because we need oxygen even more than a good Wi-Fi signal. Save a bee, plant a tree. Let's grow. The Gamescom Forest.
Willkommen zurück hier im Gamescom-Studio von der Gamescom 2022. Unser zweiter Teil des Frauenpanels hier auf der Gamescom beginnt und ich bin sehr froh, dass ich zwei weitere wunderschöne, wundervoll talentierte Mädels hier bei mir habe. Und zwar zu meiner Rechten, Valentina Birke, du bist Head of Indie Arena Booth. Es stimmt. Und das machst du schon seit Jahren und sehr erfolgreich, deswegen schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Und dann haben wir noch Leonie Wolf, du bist 3D-Artist, du entwickelst quasi Spiele. Genau. Auch schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Dankeschön, ich freue mich sehr. So, auch die obligatorische Frage an der Stelle, wie geht es euch? Ja, wir waren alle auf der gleichen Party. Es ist... Man sieht hört es auch nicht. So an meiner Stimme. Die hört sich eigentlich anders an. Ja, so ein bisschen kann man es hören, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem ausgeschlafen und seid fit für den Tag. Ich meine, der Freitag hat es ja auch in sich. Also 4 Stunden ist nicht ausschlafen, aber es ist genug. Man lebt. Man lebt, ja. Gerade so. Ja, gerade so. Ich auch übrigens. Wir tun unser Bestes hier. Ja? Wir geben alles für euch an der Stelle. Deswegen, ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, liebe Leute. Auch von euch möchte ich gerne wissen, wie habt ihr eigentlich in der Games-Branche angefangen und vor allem wann? Also ich bin auch so reingerutscht. Eigentlich bin ich Sozialarbeiterin. Ich habe auch Sozialarbeit studiert und auch als Sozialarbeiterin gearbeitet. Und ich habe aber nebenbei immer so Kunst und Games gemacht, also so Ausstellungen mit Games kuratiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt will ich keine Sozialarbeiterin mehr sein, jetzt mache ich was anderes. Und dann bin ich irgendwie hier gelandet. Und habe auch festgestellt, dass so Projektmanagement und soziale Arbeit eigentlich 1:1 dasselbe ist. Ja. Man muss eigentlich nur gucken, ob es allen Leuten gut geht. Und dann läuft es auch. Und so bin ich hier gelandet. Cool. Aber hast du denn in deiner Kindheit viele Videospiele dann gespielt? Ja, klar. Also immer Monkey Island mit meiner Schwester und Earthworm Jim und Command & Conquer und so. Das haben wir alles gespielt als Kinder schon. Und ich habe immer gerne gespielt und vor allen Dingen auch Indie-Games. Mhm. Und dann... Dann bist du, würde ich sagen, genau richtig, wo du jetzt bist. Wie ist das bei dir, Leonie? Ich habe irgendwann rausgefunden, dass man Digital Games studieren kann, also Game Development. Da habe ich gerade noch was anderes studiert, und zwar Japanologie. Nein. Ja, und Jura im Nebenfach, also ganz wilde Kombi. Und ja, dann habe ich mich beworben in Köln und auch noch 3 weitere Unis. Und habe mich dann spezialisiert auf Game Art im Studium, habe meinen Bachelor gemacht und letztes Jahr habe ich auch noch einen Master abgeschlossen. Ja, also ich bin tatsächlich irgendwie den akademischen Weg gegangen und hat funktioniert. Und das 3D-Artist, das klingt sehr wild, sehr technisch. Kannst du kurz erklären, was genau dein Job beinhaltet? Mhm. Also ich habe einen Fokus auf Character Artist, das heißt, ich konzipiere, modelliere, texturiere die Charaktere und dann rigge ich die auch. Das heißt, ich baue ein digitales Skelett und damit kann ich Charaktere dann animieren. Und es gibt natürlich unterschiedliche Bereiche im 3D. Manche Leute fokussieren sich eher auf Environment oder auf VFX und ich bin halt Richtung Character Artist gegangen. Das ist ziemlich krass. Ich hatte das in meinem Studium auch. Ich habe eben schon mal erzählt, ich habe Film und Animation eigentlich studiert und da haben wir auch mit Maya gearbeitet, falls ihr das was sagt. Pain. Und ich war super schlecht. Ich war einfach super schlecht. Ich dachte mir so, ich will eigentlich nur wissen, wie man Kameras bedient, wie man Regie führt und so. Aber das war eben auch Teil des Studiums und deswegen saß ich da vor Maya regelmäßig am Verzweifeln und genau das Rigging habe ich auch gedacht, wie machen Leute das? Man muss ein super Brain haben, um das überhaupt zu verstehen, was da passiert. Deswegen Hochachtung, dass du das anscheinend sehr gut beherrscht. Dankeschön, aber ich glaube, ich habe mich einfach nur durchgebissen. Ich würde nicht sagen, dass ich ein super Brain habe. Doch, du bist sehr schlau. Was erlebst du hier so, Valentina? Wie läuft die Gamescom bisher für dich? Was sind so deine Aufgaben? Was ist hier schon passiert, was alles. Man vielleicht berichten kann? Alles ist passiert, aber auch alles wurde gelöst. Okay. Also, genau, ich konzipiere halt auch den Stand und wir kuratieren die Devs und wir gucken, dass alles gut ist für unsere Devs. Wir haben ja 130 Teams, das ist viel, auf 1500 Quadratmetern. Damit sind wir jetzt der größte Stand der Gamescom in diesem Jahr. Yes. Und genau, wie schon gesagt, eigentlich soziale Arbeit. Ich gucke, ob es allen gut geht, haben alle alles, läuft die Technik, wissen alle, dass sie Wasser trinken müssen, wissen alle, wo sie die Presseleute finden.
Wir haben ja auch noch einen eigenen Stream während der Messe, finden alle da ihren Weg hin, haben wir Müllsäcke, also von bis tatsächlich. Das klingt ganz schön krass. Ich wollte, glaube ich, noch auf was anderes hinaus. Das ist mir aber gerade entfallen und deswegen frage ich euch lieber, ob ihr auch Probleme damit hattet, ernst genommen zu werden, gerade so vielleicht zu Beginn der Karriere? Also ich am Anfang hatte ich schon das Gefühl, ich bin ja auch sehr klein, du bist auch klein, ne? Ein guter deutscher Durchschnitt. Okay, ich bin sehr klein. Und ich glaube, dann Leute denken immer, ich bin viel jünger, als ich bin. Ich glaub, und dann ja. denken die auch immer so, ja, okay, sie hat auf jeden Fall nichts zu sagen. Das hat sich aber schon um 130 Grad, nee, ich weiß nicht, das müsstest du auch sagen. 180 tatsächlich. 180 Grad gewendet. Also jetzt habe ich schon das Gefühl, dass keiner mehr meine Autorität hinterfragt, was gut ist. Und wie ist das so? Ich habe das einmal mitbekommen, da hast du ein Interview gegeben für die Tagesschau. Und dann haben sie deinen Namen falsch geschrieben. Und da habe ich auch gedacht, you had one job. Also wirklich, den Namen in die Bauchbinde hauen. Aber da haben die ja auch noch dazu geschrieben, dass ich die Kuratorin der Gamecom bin. Ach so, auch schön. Ja. Also die haben eigentlich in diesem Bild nur meinen Vornamen in dieser Bauchbinde. Das war das Einzige, was richtig war. Und da fühlt man sich doch verarscht, oder nicht? Ja. Ich meine, es ist ja schon eine Sache, wenn man sich hier gegen Männer durchsetzen muss. Andere Sache, Gaming an sich nochmal in die Welt hinauszutragen und vielleicht Leuten dann in so einer Nachrichtensendung zu erklären, was wir eigentlich zur Hölle hier machen. Also da war ich sehr schockiert, dass da auch überhaupt wirklich alles schief gelaufen ist. Der Vorname war richtig. Der Vorname war richtig. So. Glückwunsch an die Tagesschau. Der Vorname war richtig. Wie ist das bei dir? Da stelle ich es mir tatsächlich noch härter vor, gerade weil das ja so ein wirklich sehr technischer Beruf ist. Man muss ja auch ein bisschen räumliches Denkvermögen mitbringen und so. Mhm. Bist du zeitlebens quasi in diesem Beruf die einzige Frau auch gewesen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also gerade an der Uni fand ich, war es auch sehr divers. Das war fast wie so ein kleiner, schöner Safe Space irgendwie. Also da kann ich sagen, dass zumindest auch die Studienzeit war einfach sehr schön, weil man davon nicht so viel mitbekommen hat, von krassen Sexismus. Sobald man aber dann auch in die Branche entlassen wird, merkt man das halt auch direkt. Und ich hatte es auf jeden Fall. Ich gebe freiberuflich auch noch Workshops im Bereich 3D oder mache auch manchmal Vorträge oder sowas zu diversen Organisationen, an denen ich noch beteiligt bin. Und da hatte ich es oft, dass Leute mich halt auch gerade auf Veranstaltungen als Anhängsel betrachtet haben, bis ich dann irgendwann das Mikro in die Hand bekommen habe oder so. Und dann auf einmal wird mit mir geredet, also gerade auch von männlich gelesenen Personen, die mich nur kurz angucken und dann weiter mit dem männlichen Partner oder wie auch immer, Freunden sprechen, die dabei sind. Und das ist halt irgendwie immer unangenehm. Das nervt halt auch einfach. Es könnte so einfach anders sein. Ja. Voll. Ja, und das hatte ich auf jeden Fall schon. Oder Leute, die halt dann einen ignorieren und dann später auf einen zukommen und sagen so, hey, ich wusste gar nicht, dass du bei der Veranstaltung bist, kannst du mich da irgendwie auch mitnehmen oder so. Und ich denke mir halt, weiß ich nicht, also bisschen unangenehm, das jetzt so zu fragen, weil das ist auf jeden Fall schon passiert und auch im Arbeitsalltag, also da ich immer so ein bisschen im Indie-Bereich arbeite, ist das relativ angenehm, muss ich sagen. Aber man bleibt halt auch nicht verschont, weil diese Dinge sind ja auch nicht so, weil die hier in der Games-Branche entstehen oder so. Benachteiligung oder Diskriminierung. Soziales Problem. Genau, es ist ein soziales Problem und da kommt halt keiner von weg. Also das hängen wir halt alle ein bisschen mit drin leider und passiert schon immer mal wieder was. Wir wollen ja nicht nur meckern eigentlich, ne? Es gibt so viel Schönes in der Games-Branche. Also haben wir vielleicht ein paar gute Beispiele, wo ihr gesagt habt, hier fühle ich mich besonders gut aufgehoben, hier habe ich tolle Erfahrungen gemacht, der ein oder andere Job war besonders geil. Vielleicht Leonie zuerst. Ja, ich glaube, so meine schönste Erfahrung war die Entwicklung von Derpy Konga, weil das Team einfach so super war und es ist einfach auch so ein schönes, positives Game. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Innerhalb eines Jahres hatten wir das entwickelt und das war so cool, weil wir haben halt ein positives Produkt gemacht, was
Es gibt ja auch super viele Serious Games, was ja auch wichtig und richtig ist. Aber es war halt schön, einfach mal so ein durchweg positives Spiel zu entwickeln mit einem richtig, richtig tollen Team. Und das trage ich so richtig in meinem Herzen auch die Zeit, weil es ist was Tolles bei rausgekommen und ich liebe alle, die daran beteiligt waren und was ich dabei gelernt habe. Das klingt sehr schön. Und das Spiel ist auch sehr gut. Gut, wird auf die Liste gepackt. Wie ist es bei dir? Also, wie Leo ja vorhin auch schon gesagt hat, im Indie-Bereich habe ich wirklich kaum Probleme, irgendwie ernst genommen zu werden. Und die sind alle einfach super, oder die meisten sind super divers. Ja. Die haben auch alle Ahnung von und moralischen Kompass. Und sobald ich dann immer in die richtige Industrie ab und zu gehe, denke ich mir so, oh, uff, ey. Aber im Indie-Bereich, das ist einfach wirklich der Safe Space. Und das ist ja auch das Schöne, dass ich einfach bei der Indie-Arena-Booth dann immer bin nur von 130 netten Menschen umgeben, die auch alle, also ich glaube, die würden einfach, wenn die Sexismus sehen, auch was sagen. Was sagen, genau, ja. Und das, davon kann man einfach sonst nicht ausgehen. Also deswegen, der Indie-Bereich ist für mich einfach super cozy. Ich habe tatsächlich exakt die gleichen Erfahrungen gemacht, dass gerade irgendwie kleinere Teams, die vielleicht auch nicht so viel Budget kriegen oder die nicht diese krasse Aufmerksamkeit haben oder nicht mit besonders horrenden Summen umgehen müssen, vielleicht auch ein bisschen weniger Druck haben, die einfach auch komplett entspannter sind, dass die Atmosphäre auch viel, viel besser ist, finde ich, kann man auch gut auf Gaming-Redaktionen übertragen, wo ich ja dann sehr oft tätig war, da war es halt auch oft so, klar, viel mehr Männer halt, aber auch das hat sich mittlerweile krass gewandelt, finde ich. Ich habe sehr viele fantastische Kolleginnen kennengelernt mittlerweile, die in sämtlichen Gaming-Redaktionen arbeiten, die super talentiert sind, die sehr viel Spaß an ihrem Beruf haben und die sich vor allem auch nichts sagen lassen. Und das, finde ich, ist auch eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, die man mitbringen sollte. Und das bringt mich zu meiner letzten Frage heute für euch. Was würdet ihr jungen Mädels raten, die in die Gaming-Branche einsteigen wollen, die vielleicht genau eure Berufe machen wollen? Also, don't. just don't. Nee, macht das auf jeden Fall. Also, es gibt halt auch super viele Communities, in die man schon mal so reingehen kann, bevor man in die Branche geht. Zum Beispiel bin ich Co-Organisatorin des Femdevs Meetup und das ist halt ein super schöner Space, wo gerade auch Frauen oder generell Menschen, die gerade erst in der Branche anfangen, schon mal so ein bisschen Kontakte suchen können und vielleicht schon mal auf ein Meetup gehen können. Auch vielleicht auch sogar schon mal Erfahrungen als Speakerin oder so sammeln können. Ja, und sich ein bisschen austauschen und davon gibt es natürlich mehrere Communities. Mhm. Und gerade im Indie-Bereich, glaube ich, sind alle einfach auch nett und wholesome und man hilft sich gegenseitig, supportet sich und ja, also ich kann natürlich auch das Studium empfehlen, auch wenn ich nicht finde, dass man, wenn man jetzt Development muss, studieren muss, das jetzt nicht, aber man macht da einfach so tolle Kontakte und ja, lernt super viel von anderen Leuten und das kann ich halt auf jeden Fall nur empfehlen gerade. Also was ich sagen will, ist, ich glaube, wenn man als junge Frau vielleicht in die Branche rein möchte, gibt es auf jeden Fall Orte, wo man sich direkt connecten kann und das finde ich wichtig und hat mir auf jeden Fall auch viel gebracht und ich sehe auch, dass es anderen hilft, deswegen, das wäre so mein Tipp. Und vielleicht noch ein Satz von dir, Valentina. Tatsächlich ist das was ich allen Leuten raten würde, einfach kein Arschloch zu sein. Mhm. Und wenn, also das würde ich Männern und Frauen und allen Geschlechtsidentitäten raten, kein Absolut. Arschloch sein. Und wenn ihr irgendwie Diskriminierung mitbekommt, dann sprecht euch aus dagegen und glaubt an euch selber, könnt ihr schon machen. Super, vielen Dank euch beide, schön, dass ihr da wart. Und wir sind tatsächlich am Ende angekommen für den heutigen Tag. Herzlichen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Am Sonntag gerne wieder einschalten. Passt thematisch sehr gut, da haben wir nämlich ein Indie-Special vorbereitet. 3 Stunden Indie-Extravaganza, also unbedingt einschalten, nicht verpassen. Bis dahin, macht's gut. Hey you! Yes, you! Do you have FOMO? Fear of missing Gamescom? Shh. Relax. Gamescom is everywhere you want. Gamescom now. Register now.